Alter, chill mal. Allein, dass die Internetleitung bei uns jetzt die, dass die Anzeige der Internetleitung nicht so geil ist, geht mir schon wieder voll auf den Sack. So, aber anscheinend sind wir live. Und ja, dann herzlich willkommen am 25.12. an einem Sonntag. Normalerweise streame ich auf den Sonntag nicht. Aber diesmal schon, weil der liebe Chris, der hat jetzt F1 und da freut er sich ganz toll drüber. Und ich habe ihm gesagt, wir machen eine Koop-Season. Und die wollen wir jetzt starten. Und zwar, ihr seht es schon im ja, Sahara Force India F1 Team. Ich glaube, ich bin der 50 Sergio Sekunden, 5 Perez Sekunden. und er ist Nico Hülkenberg. Und sonst geht's jetzt los einfach? Oh, oh, geht schon los. Ja, Ja. ganz normal, Koop-Season, 50% Rennen, glaube ich, 50. Was machst du? Was nimmst Ich du? habe einfach auch. Ich habe einfach Standard genommen. Auf wen? Warten auf Spieler. Ich habe auch einfach jetzt auswählen gedrückt. Ich bin so Bitte warten. gespannt. Wir hauen uns jetzt bestimmt gleich voll raus. Wahrscheinlich in der Einführungsrunde dann noch nachher. Weiß ich nicht. Ich hoffe auch ganz ehrlich, dass es nicht regnet. Und es regnet. GG. Zu viel dazu. So, ich fahr direkt mal raus. Ich war schon mal raus. Ich auch. Ey, es regnet, das finde ich ja richtig geil. Und blaue Reifen. Wir haben Regenreifen. Das wird gar nicht gut. Du bist Na, du okay, fährst oh, vor mir wir sind raus, im Regen. ja. Ja. Hi. Oh Nicht Mann, wundern, wenn das ey. Auto ein bisschen hin und her lenkt. Nochmal, wow. Komm mir nicht so nah, Alter. Nee, nee, nee. Oh Ich Gott, habe es im regnet aber Übrigen. gar nicht. Ja, Regnet gar nicht doll, ne? nö. Was ist das jetzt eigentlich? Ist das, Warte. boah, yo, wie Schlitter. Training. Ist das jetzt. Ist jetzt Training. Training oder Qualifying? Training. 30 Minuten. Okay. Können wir Wir aber werden jetzt durchspringen nicht. wahrscheinlich. Wir werden nicht die kompletten 30 Minuten fahren, aber. Oh Gott, wie ich schlitter. So Und hart, erstmal voll raus. aufs Gras gekommen. Gott, wie ich hin und her Wie schlitter, viel man ey. schon abbremsen muss, soll das gehen? Weil man einfach hin und her schlittert. Ey, wenn es im Mit Qualifying 80 km/h auf regnet, die Kurve. bin ich am Arsch. Ach, am Ende des Qualifying hört schon wieder auf zu regnen und wir merken das nicht. Und fahren immer noch mit voll übertreiben Erstmal weiter. Alter, wie erstmal ist wieder schön. wie der Wagen, wie der Wagen sich automatisch nach rechts zieht, das ist ja schlimm. Man geht nur ein bisschen Oh, in ich die schon wieder. Rechtskurve und man schlittert so hart weg. Ich schon ein bisschen Abstand auf dich. Ja, nee, ich komme auch nicht weiter, ich komme mit der Strecke nicht klar. Also bei mir geht's im Moment, aber da habe ich die Köpfe berührt und nicht fast gedreht. Du darfst die Köpfe nicht berühren. Ey, ganz ehrlich. So. Ich fahr so wieder in die Box, ey. Ich fahr ganz sicher, so fahre ich ganz sicher keine Runde. Ganz sicher nicht. Ey, ist schon ein Wunder, ne? Auf dem Sonntag mal ein Stream und wenn das gut läuft und wenn mir das Spaß macht, mache ich das vielleicht öfter. Ey, nee, Leute, das kann ich nicht. Ich kann nicht. Oh Gott, du kannst nicht eine Gerade fahren. Box, rot leuchten, super gehen und jetzt kann ich nicht in die Box. Die kümmert sich gerade um dich. Ja, ich kann so echt nicht fahren. Wir gucken dem Chris jetzt gleich mal zu, wie er fährt. Ah ja, und das wird eine wöchentliche
wöchentliches Projekt, wöchentliche Serie, wollte ich schon sagen. Ist ja eigentlich auch eine Serie, ne? Und zwar, Chris, erklär du das mal, weil es war deine Idee. Deswegen darfst du das jetzt auch alles schön erklären. Ja, wir werden jetzt anscheinend eine Meisterschaft fahren. Was heißt anscheinend? Mal rein. Warte, hast du nicht Bahrain eingestellt? Ja, ich habe Bahrain eingestellt, aber... Who cares? Wir fahren gerade in Melbourne. Ja, who cares? Okay. Wir werden jetzt Force India nach oben pushen. Ah, da ist ja der, da ist ja der. Da ist ja der Chris. Fährst du gerade in der Kurve? Oh, wie du rumschlitterst. Ja, ja, ich merk schon. Boah. Jetzt war ich wieder, oh. So, wir gucken dem Chris jetzt mal zu. Laut Radar wird das Wetter nicht besser. Was? Wollen wir dann aufs Training kacken? Ich soll bald wieder mal reinkommen. Warte, 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 ich will wenigstens noch die Runde zu Ende fahren. Bin ich ja gleich. Dann komm ich in die Box. Oh, jetzt schön auf Fullspeed. Oh, 1,51. Ey, 304 fährst du gerade. Laut dem Temporadar 304? Hier. Laut dem Temporadar bist du das schnellste, bist du gefahren, 304. Das wollte ich gerade ein bisschen auf dem Gras. Ah, oh, wie du rumschlitterst, Alter. Ich bin gerade 1,5 Sekunden schneller als vorhin in der Runde. Wow! Da bist du fast angeschlagen. Komm lieber in die Box. Ja, werde ich jetzt auch. Wenn es im Rennen regnet, bin ich so weg, ne? Und dann kannst du dich nicht in die Box stellen und verweigern. Nee, dann kann ich mich nicht in die Box stellen und verweigern, weil ich habe jetzt keine... Ich werde jetzt auch letzter sein gleich, weil ich keine gezeichnete Runde gesetzt habe. Aber es ist ja eh nur Training. Ja, ist ein Training. Au. Hallo, da bist du rangekommen, aber Gott sei Dank kein Reifenschaden. Im Übrigen für sämtliche Einstellungen, ja, was haben wir eingestellt? Stinkt nochmal. Safety Cars an, Einführungsrunde ist an. Du musst, ich glaube, ich habe Automatikstart gemacht, ne? Dass du kuppeln musst, ne? Boah. Ja, Kino? Ja. Der Regen wird in den nächsten paar Runden besser. Und der Regen wird in den nächsten paar Runden. Sollen wir sonst weitermachen, oder was? In etwa 2 Minuten hat es auch zu regnen, oder wird es besser auf jeden Fall. Hat mir gerade meine Box gesagt. Ich sehe gerade, wie dein Team raussprintet. In circa 2 Minuten sollte der Regen verschwinden. Ja. Wie gerade angesagt. Aber Force India war eine gute Wahl. Der Wagen ist geil. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, wir sind alle Teams gerade in der Box? Ich glaube schon. Oh, wie schön das aussieht mit dem Regen. Die Arme in kurzen Sachen. Ja, komm, wir wollen überspringen. Du möchtest die Session vorzeitig beenden. Ja, wen interessiert den Training? Qualifying ist wichtig. Qualifying und Rennen ist wichtig. Nur der Sonntag zählt. Die Session wird in Kürze beendet. Im Übrigen... Oh, ich bin Neunter, obwohl ich keine Zeit gesetzt habe. Die anderen haben auch alle keine Zeit gesetzt. Ich bin Dritter. Ja, weil es zu lange geregnet hat. Ich wurde Dritter. Das ist buggy, ey. Nur 3 Zeiten wurden gesetzt. Nur 3 Zeiten. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, was ist unser Ziel? Was würden wir als Ziel... Ich habe das schon mal gefragt, was würden wir als Ziel aus... Für das Rennen meinst du jetzt? Ja, nee, nicht fürs Rennen, sondern... Auf jeden Fall in die Punkte kommen, wie immer. Ja, ja. Warte, regnet's? Es regnet nicht. Wir haben... Es regnet nicht, das finde ich geil. Ich fahr direkt raus. Ich auch. Du wirst wahrscheinlich bei mir sein. Nee, im Rennen mindestens in die Punkte und wenigstens Platz 9, Platz 8 in der Weltmeisterschaft, aber natürlich wäre viel besser. Welche Reifen machst du? Ah, da fährt man. Die roten. Okay, ich auch. Super soft. Wenigstens regnet es Qualifying nicht. Ja, wenigstens das. Oh, lol. Der hätte mich. Das heißt natürlich aber auch, dass wir jetzt die Karriere hinten anstellen wollen. Meine F1-Karriere. Ich hab beinahe weggerammt, Alter. Ja, Grosjean, bleib langsam.
Benutzt du DRS? Wenn ich kann, natürlich, warum nicht? Ja, kann er sein. Ich nutze nicht. Der erste Runde. Ey, Grosjean bremst nicht so ab. Kommen aber auch noch nicht so ganz perfekt mit dem Wagen und der Strecke klar, aber ich glaube, das ist alles eine Eingewöhnungszeit. Wow, wer ist denn da hinten am... Hast du Grosjean gerade gedreht? Nein, eigentlich nicht. Weil da hinten ist gelbe Flagge gewesen, bei euch. 5 Plätze Strafe. Ich bin an Grosjean vorbei und er fährt in die Wand. Du hast 5 Plätze Strafe, stark. Ja, komm. Schon die Zeit von hinten auf. Weniger als 24 kommt eh nicht, oder 22. Boah, ey, hab ich mich verbremst. Lass dich vorbei. Ja, nee. Wir wollen natürlich aber auch im Sinne des Teams fahren, ne? Also wenn jetzt einer wirklich schneller ist oder so, dann... Ja, eigentlich müsste ich dich ja immer vorlassen, weil ich eh nur 5 Plätze weniger werde. Boah, Alter, wie ich mich immer verbremse, ey. Ich komme mit dem Wagen nicht wirklich klar. Aber das soll keine Ausrede sein. Ich habe mich gestern auf dieser Strecke ja schon warm gespielt, also... Wie lange bin ich nicht mehr in Australien gefahren, ey? Schön mit der F 320 km/h hier. Er hat sich also gestern schon warm gefahren und hat auch mit dem Force India gefahren, wie ich mal von ausgehe. Alter, wie ich hier rumschlitter auf der Strecke, warum? Ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl es trocken ist, habe ich irgendwie das Gefühl, es regnet. Nicht verdrehen, nicht verbremsen hier bitte in der Kurve. Das ist hier die langsamste Kurve, die ich fahre. Also hier fahre ich am langsamsten. Welche? Die, wo wir gerade durch sind, bei der Kurve. War leicht angeditscht. Gott sei Dank haben wir nicht irgendwie was gebrochen oder so. Schaden ist ja reduziert am Auto. Alter, hab ich mich hier verbremse ständig. Da bist du auch einmal drüber, ne? Bist du da auch übers Green gefahren? Yo! Oh, du hast dich ja schon aufgegeben. Was war das? Tschüss, Keno. Ey, das war ich nicht! Ey, das muss aber eine Strafe geben! Irgendein Red Bull, Mann! Ey, ohne Scheiß, das war ich echt nicht! Okay, was ist passiert? Willst du es mir erläutern? Ja, ich bin gefahren, ganz normal, auf der Strecke. Fuck! Ganz normal auf der Strecke gefahren. Und dann, ich bin halt ein bisschen runtergekommen von der Strecke und dann wollte ich halt so ein bisschen wieder drauf, wirklich nur ganz leicht. Und dann kam von der Seite ein Red Bull angeschossen und knallt mir den ganzen Wagen weg. Und dann ist mein ganzer Reifen im Arsch. Ah, total schon. Okay, es war jetzt aber auch von den Worten. Ich glaube, ich bin eine der besten Runden hier gefahren. Fuck off, Red. Der muss eine Strafe kriegen, ey. Wenn der keine Strafe kriegt, dann keine Ahnung, weiß guck ich auch nicht mehr. Guck doch mal bei Vorfällen. Es gibt doch so ein Unterregister. Vielleicht steht da auch, dass er eine Strafe bekommt. Rennleitung. So. Wo gucken wir, wie guckt man denn das? Vorfälle da. Da sind nur wir beide drin. Aber das kann nicht sein. Ich fahr mir doch nicht selber einen Reifen ab. Ich war jetzt in die Box auf jeden Fall. Boah, wie es buggt. Nee, das finde ich nicht okay. Das finde ich echt nicht okay. Ich werde eh nicht auf der Pole Position starten, deswegen ist mir jetzt meine Platzierung auch egal. 5 Plätze Strafe. Kino? Kann man die Session irgendwie beenden? Eigentlich ja. Ich müsste mal gucken.
Ey, das finde ich echt, war echt ein Arschloch-Move von wem auch immer. Ich kann gleich Session beenden. Du hast ja schon aufgegeben. Ja, ich würde gerne mal Session enden. Weiß ich jetzt? Dass es gleich regnen wird. Oh Gott. So, ich muss dann mal Session beenden. So. Nee, das finde ich echt ich nicht okay. Als Zweiter oder Dritter? Als Siebter. Ich starte als Siebter. Als Siebter? Oh, ja, du. Besser Siebter als gar keiner, oder wie sagt man das? Oh, du startest von Platz 24, ich von Platz 7. Ich hab den zweiten Platz, hatte ich, aber plus 5 Plätze. Zum Scheiße. Okay. Ich drück mal auf Rennstart, also von mir aus kann's losgehen. Ich guck mal Rennstrategie, es soll regnen am Ende. Oh. Es regnet nicht, das ist nice. Also am Anfang Sonne, bewölkt, ja. Bewölkt, Regen. Okay, aber so nur wenn's zum Ende hin regnet, ist nicht schlimm. Wir müssen dann nochmal mit der Strategie nochmal gucken, ne, wie wir das machen, aber jetzt muss ich halt gucken, dass ich von hinten das Feld aufräume. Weil das war ein Red Bull. Ich mach zwei Stops, ich mach eine zwei Stops Strategie, du wahrscheinlich auch. Anführungsrunde. Kuppeln! Ja, erstmal deinen Platz halten. Okay, cool. Erstmal der Rosberg bleiben. Fährst du auch nicht schneller als 94? Jetzt fahr ich endlich schneller. Doch, ich fahr grad 240. Oh, Hund, leise. Boah, wenn man hier mitten im Feld startet, ist es ja richtig behindert. Yep, ist es. Sag ich jetzt schon. Ich starte als Siebter. Rosberg, werd doch nicht einfach langsam. Naja, ich habe den Vorteil, ich starte als Letzter. Das ist ja auch nicht gerade ein schlechtes Ding. Also eigentlich ja schon, aber... Gelbe Flagge. Siehst du es auch? Gelbe Flagge? Oder ist die Strecke bei dir auch einfach durchgehend gelb? Ja, die gelbe, das ist gelb, wenn du die Einführungsrunde fährst. Das ist normal. Also du darfst ja nicht überholen, ja. Das heißt, du darfst einfach nicht überholen. Genau. Das ist normal. Also ich sag dir eins, sei fröhlich, dass du nicht als Siebter starten musst. Vor mir ist Rosberg, hinter mir ist Raikön. Du, ich stand als Letzter. Weil ja, mir irgendein Red Bull, definitiv, es war definitiv ein Red Bull, aber der hat keine Strafe gekriegt. Definitiv ein Kino? Red Bull. Ich finde schön, dass die, ja sofort, ich finde schön, dass die Leute das im Stream oder eventuell nachgucken können. Definitiv hat mir ein Red Bull hier den Reifen abgefahren und deswegen konnte ich nicht weiterfahren. So, jetzt kannst du reden. Mike, du schaffst es, in die Punkte zu kommen in 29 Runden. Ja, das soll ich nicht. Mit einer 2-Stopp-Strategie. Plus 29. Na, wird schon schwieriger, wenn du gerade noch sagst, plus Regen. Weil ich auch noch nicht so perfekt plus mit dem Auto klarkomme. Aber ich versuch's. Ich verspreche dir, ich versuch's. Ja, okay. Ich komme jetzt in die Startaufstellung. Wir haben ja gerade eben, oder wir haben ja als unser Ziel, haben wir gesagt, wir wollen im Sinne des Teams fahren. Man kann ja mehrere Koops sonst machen, aber wir wollen ja erstmal diese hier eine jetzt beenden. Und nur weil jetzt ein Rennen irgendwie schlecht läuft für den einen, heißt ja nicht, dass die ganze Saison verloren ist. Ne? Das ist ja, das soll es ja nicht heißen. Raikön, Sainz, Grosjean, Mazda, Kwiat, vor mir. Rosberg, Verstappen, Bottas, Ricciardo, Pette und... Alter, Magnussen geht jetzt schon ab. Oh, gelbe Flagge. Was kann passieren? Ah, zu spät ausgekuppelt, damn it. Okay, los geht's. Ich kann nicht überholen gerade. Verstappen wurde von Rosberg überholt. Gelbe Flagge. Okay, direkt mal gelbe Flagge. Ey! Direkt nur noch 22 Fahrer. Ich musste jetzt auch mal direkt zwei Leute vorlassen wieder. Weil ich ja während der gelben Flagge überholt habe. Drei können Wimmerplatz.
Ja, was ich nicht verstehe, aus dem einfachen Grund, weil ich kann ja während ich bremse und den überhole, ich überhole ihn ja während ich dann bremse, ne? Ich kann ihn da ja dann schlecht dann drauf wieder den Platz wiedergeben, weißt du, wie ich meine? Das werden anstrengende 29 Runden, sage ich dir jetzt schon. Und ich treffe Verstappen. Oh, schön. Aber bis noch im Rennen, ja? Verstappen gepitcht. Ja, ja. Schön an Wehrlein vorbei. Er hat halt viel früher gebremst, als ich erwartet habe. Ja. Oh. Ja, das ist halt die KI, die kannst du, weißt du nicht, wie die fährt, ne? Die bremsen generell scheiße früh. So, 18. Oh, so, erste Runde fertig, gleich. Ist Alonso vor mir, mein Karriere-Teamkollege. Nächste Runde von Hamilton sehen wir gerade. In einer Runde, ich glaube, 4 oder 5 Leute überholen ist nicht schlecht. Wenn ich das, wenn also ich das ungefähr so. Ich halte meinen 7. Platz im Moment. Was ja nicht heißen muss, dass es schlecht ist. Da bin ich aufs Curb gekommen, bin ich sehr weit rausgekommen und sehr weit abgerutscht. Ist nicht so geil. Somit konnte Alonso dann wieder wegziehen. Lass mich mal an Alonso vorbei, dankeschön. Ich habe gerade überlegt zu überholen, aber dann kam die Kurve sehr nah und habe ich mich beinahe noch gedreht, also habe ich es doch lieber gelassen. Alter Eriksen, ist das dein scheiß Ernst? Oh, Bottas will Rosberg überholen, Bottas, Rosberg. Rosberg hat verteidigt. Ja, natürlich hat Rosberg verteidigt. Wir gehen ja sowieso davon aus, dass die Mercedes Verdammt, hier ganz schön. Aus, der Wichser. Junge Raikön. Junge, Raikön fährt mir in die Seite. Alter, Alonso, Mann! Gehst du mir auf den Sack? Was fährst du denn so behindert? Ich hab jetzt Gott sei Dank nicht so ein... Ja, ich krieg jetzt noch eine Verwarnung. Weil ich ja schuld bin, dass Alonso mir reinfährt. Alter. Vor allem, ich war gerade so richtig schön am Überholen noch, so, ne? Und dann fährt er mir rein. Ich überhol wieder Raikön. Er hat mich gedreht! Raikön geht nicht. Ich bin voll in die Wand, ich muss in die Box bald. Mein linker Frontflügel ist weg. Dein Frontflügel ist weg. Passt komplett. Junge! Aber du fährst noch. Junge, Hilfe! Ich werde durchgereicht. Die fahren mir alle in die Seite gedreht. Auf einmal komme ich wieder in die Spur, wo Jean kommt von hinten und fährt in den Regen rein. Trotzdem nur noch, zu sagen nur noch, Elfter. Nein, ich will keine Strategie ändern. Ich fahre die normale Strategie. Oder soll ich Strategie ändern und mir einen neuen Frontflügel holen? Das musst du entscheiden. Das kann ich dir nicht sagen. Spiele ich jetzt auf Safe? Du bist halt direkt hinter mir fast. Quatsch, 16. Okay. Mann. Dann machen wir 2 Stops. Okay. Änderung bestätigt. Alter, warum ist denn jetzt schon wieder gelbe Flagge da? Was ist denn da jetzt wieder los? Änderung bestätigt. So, ich gehe in der nächsten Runde wahrscheinlich in die Box. Oder jetzt schon. Jetzt in die Runde? Also in dieser Runde oder nächste Runde? Jetzt schon. Bin in der Box. Alter, was macht Massa da? Junge, ich wurde von Rougeon weggerammt. Jo! Mega Crash! Oh, ich seh's gerade. Neue Reifen, neue Frontflügel. Massa, fahr halt! Meine Fresse, Massa! Bei uns läuft gerade so hart, ich bin 20. Ja, mal ganz ehrlich, was, wie fahren die denn da? Was machen die denn da vorne? Übelste Kollisionen! RIP dieses Rennen, ich bin letzter mit 28.
So, ich habe jetzt die Softreifen. Oh, Matze! Grüne Flagge, ich überhole jetzt Matze. Wenn ich gleich dazu komme. Junge, Matze bremst mich zu hart aus. Das ist so schlimm, wie die KI sich hier abschießt. Ich glaube, ich werde gleich überrundet. Quatsch! Hinter mir sind zwei. Und ich bin 19. Ah, doch nicht. 19. von 21. Matze bremst mich todes aus. Ich werde ihn jetzt in der Kurve überholen. So, ich habe Matze überholt. Sekunden hat Eriksson Vorsprung, Alter. Also Leute, ihr könnt das ja schon mal dann euch in den Kalender eintragen. Freitagsfest wisst ihr an Koop-Saison. Freitagsfest, 2 Chaoten zu sterben, Wasser. Beziehungsweise sie werden vom Wasser zerstört. Also, nee, ich wurde von dem Red Bull zerstört. Ich habe keine Ahnung von welchem, aber von dem Red Bull. Ja, ich wurde von Grosjean und Raikön zerstört. Also auch vom Ferrari und von Dings dann hier. Oh, jemand fährt in die Box. Haas. Tschüss, Gutierrez. Ich bin 17. Ich hab 4 Sekunden Vorsprung auf Massa. Er kommt nicht in der DRS-Zone. Hast du auch so leichte Ruckler drin? Nee, ich nicht. Naja, weil ich wahrscheinlich auch noch streame, deswegen. Ja, wahrscheinlich. Er sitzt noch 10 Sekunden vor mir. Ich sehe ihn aber schon vor mir. Gelbe Flagge. Jemand ist von der Strecke runter. Ja, irgendjemand steht da rechts. Oh, Eriksson hat sich gedreht. Ist schön in die Wand rein. Nice. Eriksson. Safety Car, okay. Kein Überholen, ja, vor mir ist niemand. Aber jetzt kann ich rankommen. Jetzt komme ich ran, Keno. Ich ändere die Strategie. Ja, gehst du jetzt in die Box oder wie? Ich gehe jetzt in die Box, ist beste Möglichkeit, Safety Car Phase. Ich komme jetzt ran. Geringes Gegenrisiko, Keno. Das ist die beste Möglichkeit, in der Safety Car Phase reinzufahren. Wie viele Runden sind es denn noch? Ich sehe es nicht. Okay, ich bin jetzt auch wieder auf Startziel. Boah, Leute, das also war ein schlechter. Das war ein richtig schlechter Stop. 14, 15, 16. Ich bin ich bin direkt hinter dir. Na, ich sehe dich gerade auf Start und Ziel fahren. Ich kann nur die Safety Car Phase rein. Ich bleib hinter dir. Ja. Ach, du bist 21. Oh. Ich bin 15. Hä? Bei mir steht bei dir 21 und ich bin 15. Bei mir steht 15. Was machst du? Bei mir steht 15 und du bist 16. Ohne Safety Car Kolonne rein. Ich würde deinen Benzin, wenn ich den kleinen Tipp geben darf, auf Mager stellen und wenn du merkst, das Safety Car kommt rein, dann auf Fett stellen. Boah! Okay, ich hab's mal auf Mager gemischt. Danke für den Tipp, Teamkollege. Kein Ding. Also wenn du merkst, bald müssten wir mal reinkommen. Da hinten sind auch schon die Autos. Ja, ich sehe sie jetzt auch. Ich bin direkt hinter dir. Ja, das Problem ist, ich bin ziemlich wackelig unterwegs. Ich weiß nicht, ob das am Auto liegt oder an der Verbindung vom Internet. Ich habe keine Ahnung. Bleib hinter CM Punk. Okay, ich bleib hinter CM Punk. Bleib mal hinter CM Punk. Zurück. Du fällst zurück, deine Mutter fällt zurück, ey. Ja, lieb gerne. Ein Stück. Wenn ich in die Box gehe, also ich mal Käse kriegen. Was bei mir steht, du darfst, bleib hinter CM Punk, du darfst ihn nicht überholen und währenddessen muss ich, fall ich zu weit zurück. Ja, das habe ich auch gerade die ganze Zeit, voll buggy.
Nee, jetzt bleib hinter Magnussen. Bleib hinter CM Punk. Vor allem, wir sind jetzt gerade auf 12 und 13, ne? Wir müssen eigentlich nur 2 oder 3 Plätze gut machen, dann sind wir zumindest mal in den Punkten. Das war ja unser Ziel für dieses Rennen. Ja, am meisten, dass ich im Rennen schon den Boxenstopp in Runde 3 hatte, weil ich weggecrashed wurde. Ja, ich hatte den jetzt, wie viele Runde ist das? 7. Ja, dann hatte ich den in der 6. Hinter mir ist Vettel. Weiß schon, er hat aufgetaucht. Also, du hast halt bessere Reifen als ich gerade noch. Oh, wie langsam alle werden. Alter, jetzt seh halt zu, Magnussen. Du weißt nicht, wie meine Anzeige gemacht hat. Ja, F1 online. Danke. F1 online buggt sowieso rum. Oh, sag mir einfach, wenn ich es wieder auf Patch stellen sollte. Oder auf Standard. Naja. Alter, Magnussen, jetzt fahr, ey. Gibt auch richtig Gas, ne? Ja, wenn die alle Freunden sind schon, Grosjean ist Tirol. Das war Ironie, dass er Gas gibt. Ich bin egal beinahe hinten reingefahren, weil Magnussen und du langsamer wurden. Oh, Magnussen, Mann. Ich glaube, wir werden eher vom Spiel gescrewt, als dass wir uns selber screwen. Ja, eigentlich schon. Fett ist direkt. Weißt du, durch diese ganzen Grafikbugs oder so, dass wir den dann da hinten reinfahren oder was weiß ich. Hohle Safety-Kolonne ein. Ach so. Jo! Okay, du warst gerade in mir drin. Ja, bei mir auch. Sehr schön. Ist Safety-Kolonne drin? Oh, es ist noch jemand, der einen Stop macht. Ach, da macht jemand einen Stop. Tschüss, Raikön. Boah, Magnussen, Junge! Safety Car. Geh doch wieder rein. Nur bei Erik, sonst das Auto immer noch da stehen muss. Boah, Magnussen, Junge! Ich bin in dir drin. Du musst. Hä? Was passiert, Keno? Ich bin angeblich. Da habe ich jemanden überholt. So, und dann wurde mir jetzt gesagt, geh zurück auf deine Position. Und dann hat Ricardo mich auch direkt mal überholt. Obwohl der eigentlich hätte hinter mir. Bleib hinter Vettel, okay. Was willst du denn? Ich war doch vorher. Ja, ach, die dürfen mich überholen, oder was? Wollen die mich verarschen? Ey, Kwiat. Alter, die wollen mich doch wohl verarschen. Die dürfen mich überholen und ich nicht, oder was? Was ist das für ein Bug? Ich bin jetzt, ich bin auf 18. Das Problem ist... Ja, und jetzt würde ich auf Fett stellen. Oh, es kommt dran. Ja. Das ist das Schlimmste jetzt. Ich wurde gesprüht, ich überhole, ich fahre ganz normal. Und dann auf einmal, ja, lass den vorbei. Was? Warum? Habe ich keinen Grund? Wer ist gerade erst? Würde ich gerne wissen. Ja, ich werde so hart gesprüht gerade. Gib mir gerade richtig auf die Eier. Oh, aber du hast Glück, dass... Nee, ich hab kein Glück. Ich bin Letzter. Das ist kein Glück. Weil ich gesprüht werde vom Safety Car. Nee, wir sind jetzt alle aneinander. Siehst du ja. Das ist echt scheiße. Bereit machen, das Rennen fortzuführen. Ich kann gerade nicht auf Pause machen. Der ist aktiviert. Warte. Ja, wie ist der? Der ist aktiviert. Wow. Wir dürfen jetzt wieder überholen, oder? So, ich bin online. Ich stream gerade und spiele mit Chris online. Ja. In Ordnung. Was macht Kwiat da? Also ich bin angeblich bin ich live. So, ich muss mich jetzt wieder nach vorne kämpfen. Ich bin gerade 11. Ja, das ist schön zu wissen. Ich bin 17. Weil ich vom Safety Car wollte, weil ich von der Safety Car Phase nicht gut werde, ey. Echt. Abfuck, oh, finde ich das. Richtig hart. Oh, Vettel hat Kwiat gerannt ein bisschen. Aber nichts passiert. Weißt du warum? Weil die überholen mich, das ist völlig okay, aber ich überhole die, um meinen eigentlichen Platz wiederzukriegen. Und dann kommt, du hast unüberlaubt überholt.
Jetzt dreht mich auch noch der Typ. Ey, ganz ehrlich. Kotzen könnte ich. Wie viele Runden habe ich noch? Oh. Grosjean ist kaputt. Ich bin Zehnter. Grosjean hat sich irgendwie getötet. Rast richtig aus, ey. Wer hat mich da jetzt gedreht? Es geht mir richtig auf den Sack. Es hat mich irgendjemand gedreht. Das ist unfassbar, wie buggy die KI hier ist. Also ich bin Zehnter. Ich bin schon mal. Ja, das freut mich. Echt. Das bringt mir auch nicht viel. Doch, Teampunkte. Ja, Teampunkte. Aber... So, Grosjean geht jetzt rein jetzt in die Box. So. 19. Wieder hinter Vettel. 9. Hamilton ist auf 19. Vettel 4 rammt sich einfach. Oh Gott. Die lieben sich ja einfach. Die fahren sich ständig gegenseitig rein. Meine Fresse, ey. Noch nicht aktiviert. Wie es mir auf den Sack geht, ey. Was meinst du, aktiviert die Rennleitung der S? Einfach der dritten Runde. Ja, es ist 10. Runde. Dann habe ich keine Ahnung. Die haben das bei der Safety Car Phase aktiviert, dann wieder deaktiviert, dann wieder aktiviert und wieder deaktiviert. Also, nee, das war der Screw des Jahrtausends. Gerade eben. Fett, der hat Pferd gedreht. Raikön hat sich gedreht. Raikön hat sich gedreht. Oh, meine Fresse. Fiat hat gerade Fette gedreht. Fett ist raus. Höchstwahrscheinlich. Oh Gott, ich bin Achter. Danke, Fiat. Ich kann gerade nicht in den Chat gucken. Sorry. Die KI tötet sich gerade gegenseitig. Meine Fresse. Ich habe keine Lust, Pferd zu überholen. Der hat gerade schon Fette deswegen rausgehauen. Ich würde mich mal freuen, wenn ich zumindest auf Rang 10 komme, weißt du? Pferd, der Bastard macht mir die Tür zu. Danke. Hamilton, schnellste Runde. 17. Jetzt ist DRS wieder aktiviert. Jetzt, ich bin Siebter. Direkt hinter Quert. Also Quert tötet. Oh! Au. Oh. Sei froh, nein, dass du nicht mitspielst. Das ist so buggy. Aktuelle behalten. Bonchumi hat eine Alternativstrategie. Die tötet mich aber. Wetten wir? Die Bonchumi hat zwei Stops rein. Ey, ganz ehrlich. Ey, Kvyat, der Bastard bremst mich die ganze Zeit aus, jetzt werde ich von hinten angegriffen. Wow. Mein Gott, wie mir es auf den Sack geht, ey! Keno, Regen, 15 Minuten. In 15 Minuten leichter Regen. Nein, ich gehe jetzt noch nicht in die Box. Weißt du, Raikön kann mich schon angreifen. Ey, ich wurde vom Safety Car gescrewt, ey! Das ist echt behindert! Was ist das für ein Online-Wichs, Mann? Ich meine, es ist nicht mal, es ist wirklich, das müsst ihr verstehen, es ist nicht mal wirklich das Problem, dass ich jetzt auf 17 rumgammel. Nein, das ist nicht das Problem. Wenn ich wirklich irgendwie durch einen Fahrfehler auf Rang 17 wäre, das wäre nicht das Ding. Aber durch Screwen von Safety Car ist es nicht cool, auf Rang 17 zu sein, weil, das müsst ihr verstehen, ich durfte ja in der Safety-Car-Phase die nicht überholen. Ihr habt es ja mitbekommen, ich durfte die ja nicht überholen. Aber die durften mich überholen und somit wurde mir immer wieder ein Platz weggenommen, weißt du? Das ist so richtig buggy. Strafen und du wirst dadurch auf dem 5. Platz gepatcht. Am Ende.
Echt, das nervt mich. Also ich hab grad den letzten 2, 3, 4, 5er Kampf um Platz 6. Nee, um Platz 6. Ey, Codemasters ist so eine große Firma und dann kriegen die ein Online-Ding nicht richtig hin. Boah, ey, könnte ich kotzen bei sowas. Das regt mich auch bei 2K auf. Da weiß ich noch nicht, wie es jetzt bei 2K 17 ist. Da freue ich mich auch schon drauf auf morgen. Querkett in die Box. Ich weiß nicht, in welchem Sinne das dann da beim Online ist. Das werden wir morgen rausfinden. Boxhandstopp. So, nächste Runde fahre ich rein. Das wird mir jetzt schon zweimal. Ich werde gedreht. Ich werde gedreht vom Magnus. Aber ja, trotzdem hat es 7 oder 6 oder was du warst. 5. Ja, noch besser. Ja, ich gehe jetzt in die Box. Gleich. Ich bin jetzt Runde 13. Oh, schnellste Runde, Kino. Naja, weil ich Akro bin. Oh Gott, Hilfe. Also Sams auf dem 4. ist auch sehr... Oder soll ich jetzt schon den Boxenstopp machen? Ich hab... Ja, mach jetzt... Nee, wir haben beide... Du musst... Entweder fahr ich eine Runde länger oder du eine, weil... Wir haben beide anscheinend in der gleichen Runde den Boxenstopp. Fahr du in die Box, fahr du in die Box. Dann halte ich den 5. so lange. Und versuch Abstand rauszufahren. Okay. Ja, mir ist es egal. Stopp schnell an. Ich sag nur Boxenstopp an, dass die bereit sind. Nee, das haben die eben schon gesagt, dass sie diese Runde bereit sind. Oh. Ich war nämlich gerade Abstand. Und vor mir die mir einfach auf den Sack gehen. Die KI nervt mich so hart. Aber ich muss noch 3 Plätze boomern, dann wäre ich 10. Das wäre schon mal nicht schlecht. Wir könnten sogar noch ein zweites Rennen hinkriegen, oder? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Das ist mir gerade ziemlich egal. Jetzt ja, muss ich nämlich Raikön und Wehrlein. So, ich bin Erster. Alle fahren in die Box, oder? Nee, Zweiter. Ich bin Zweiter. Das Damn it, wie mir diese Kacke auf den Sack geht, ey. So, alle sind in die Box gefahren, außer Verstappen und ich. Das heißt, ich werde Verstappen... ich werde mit Verstappen jetzt hier gleich nervt reinfahren. Nervt mich das, ganz ehrlich, das fuckt mich richtig ab. Teamkollege ist in der Box, das okay. Mann. Fight of the Mediums. Boah, ich bin extra GG, ey. Gott, wegen so einem Safety-Kabak, ey, kann ich mich drüber aufregen. Ich kann nur hoffen, dass es wirklich in Bahrain jetzt besser läuft. Also wenn es so weitergeht bei mir, dann ist okay. Ich bin gerade Zweiter. Vor mir fährt jemand mit Medium, hinter mir fährt jemand mit Medium. Ich schule mir jetzt auch den Medium. Nee, Black Creeper, ganz ehrlich. Ich habe gerade keine Zeit im Chat zu gucken. Und dass du mitfahren wolltest, weiß ich, aber, ne, echt. Es tut mir leid. Er kann doch in der nächsten Runde machen, oder? Wir haben das ja jetzt schon gestartet, deswegen, ja. Also nochmal Melbourne fahr ich nicht. Nee, ich fahr auch nicht nochmal. Ich fahr jetzt in die Box. Oh, jetzt esse ich mal ein Stück Kuchen. Oh, lecker Kuchen. Es tut mir jetzt auch leid, wenn... Jetzt glaubst du, ich fahre dich jetzt irgendwie an oder so, aber du musst mich halt auch irgendwo verstehen, ne? 10. Ja, ich bin 10, wenn ich rausfahre, oder 11. Okay, ich fahre auf diesen Reifen durch. Ich bin 11. Medium. Ja. Ich fahre auf Medium durch. Ich bin direkt hinter Reifen und hinter mir ist Wehrlein. Ich bin 11. War trotzdem scheiß Stopp, Alter. Habt ihr auch so lange gedauert? Bei mir auch. Ich brauchte aber auch einen neuen Frontflügel deswegen. Genau. Bei mir hat es so lange gedauert, weil ich einen Frontflügel... Wieso bin ich... Ey, das ist so ein Bug! Ich war gerade auf 19! Wie kann ich jetzt auf 20 sein?
Vor allem, ich bin 20. von 20, obwohl 21. Alonso ist. Was ist das? Ja, weil Alonso wahrscheinlich rausgeflogen ist. Aber wie kann ich denn jetzt trotzdem, wo ich gerade 19. war, innerhalb von einer Millisekunde auf 20 runter? Das geht ja gar nicht. Codemasters. Das ist ja buggy as hell. So, ich komme jetzt wieder auf Startziel und mit 16 fahre ich jetzt rein. So, der S kann ich gleich aktivieren gegen Raikön, er hat keins. Der S verfügbar, ich ziehe an Raikön vorbei. Obwohl er Soft hat. Oh nein, Wolkenkino. So eine Wolken. Es ist mir so egal gerade, ich werde gerade so hart vom Spiel gefistet, ne? Ich sag's dir jetzt schon, wir werden nochmal in die Box müssen, um Regenreifen oder so zu holen. Natürlich, aber trotzdem. Das ist so buggy, ich bin 20. obwohl Alonso 21. ist. Was soll die Scheiße? Wenn jemand raus ist, dann ist er auch raus. Dann ist er auch nicht mehr oben im Scoreboard. Ha? Ich frag nochmal wegen Wetterbericht. Ich frag dich nochmal gleich. Wetterbericht. Wiederhol das. Wetterbericht. Das Spiel ist so hart buggy. Ändert die Fitness nicht. Kannst du mal nach Wetterbericht fragen? Schnell. Ja. Wetterbericht. Okay, 5 Minuten. Dann regnet es noch. Ah, das sind leichter Regen. Ja, da brauchen wir grün oder blau direkt. Grün. Ich werde versuchen, mit den Mediums weiterzufahren erstmal. Erstmal mit den Mediums weiterfahren und dann auf Intermediates wechseln. Ich habe gesagt bekommen, in 5 Minuten sogar. Aber auf den Intermediates werden wir dazu angefahren. Ich musste jetzt auf Standard stellen, ich habe kaum noch Benzin. Und ich musste es dann zu Ende fahren, so 13 Runden. Schnellste Runde. Tag. Ich habe gerade freie Fahrt. Ah, jetzt ist vor mir Button. Ich habe dir angesagt, es wird so die letzten 10 Runden regnen. Und jetzt sind wir Runde 17 von 29. Macht aber Spaß, finde ich. Ja, macht. Oh mein Gott, Gutierrez ist von der Strecke geflogen, aber völlig. Oh Gott. Ja, es macht Spaß. Oh mein Gott, Gutierrez. Macht schon Spaß, wenn man vom Spiel nicht gespult wird, ja. Rosberg auf 16. Oh, Alter, Mann. Rosberg. Was ist denn da los, ey? Was macht die Kabine denn? Bremsen perfekt, Reifen perfekt, gut. Ey, meine Fresse, wenn das Spiel so buggy ist. Wenn ich überholen will, ich überholen, Mann. Nervt das. Ja, Quert ist draußen. Ihr seid doch alle besoffen, ey. Ihr seid doch alle besoffen. Safety Car. Ja, wegen mir. Echt, weil die alle besoffen sind. Weil die nicht fahren können. Egal, du kommst wieder ran, Keno. Du kommst wieder ran. Und gleich. Ja, weil Codemasters eine Riesenfirma ist, aber kein Online-Geschissen bekommt. Codemasters, wenn ihr das seht, ey. Wetterbericht. Macht gefälligst einen richtigen, verfickten Online-Modus, Mann. Ganz ehrlich. Ey, über sowas kann ich mich echt aufregen. So eine große Firma wird ihr wohl einen Online-Modus hinkriegen. Das kriegt doch Rockstar auch hin. Ich hab den Safety Car gerade erstmal überholt. Das geht gar nicht. Tut mir leid, dass ich so rage muss, aber es ist doch echt so. Es ist eine riesen Firma und bekommt es nicht hin, einen ordentlichen Online-Modus zu machen. Das können die mir nicht erzählen. Und nachher gewinnst du das Rennen und dann, ah, oh, ja. Nein, wie soll ich das gewinnen? Mal ganz ehrlich, noch 14. Dankeschön, Button. Button hinter mir auf Mediums. Ja, alle fahren Mediums. Wow. Hamilton wird sich gerade so ärgern.
Strecke. Oder auf es der liegt Strecke. Immer noch darum. Ja, ja. Zustand des Autos. Okay, ja, alles okay. Frontflügel leicht beschädigt. Oh Gott, danke. Versuche jetzt so lange auf den. Versuche so lange auf den Medians draußen zu bleiben, wie es geht, ey. Die weg sind jetzt alle reißen. Die fahren alle in die Box. Alle in den Regen oder in die Medians wahrscheinlich. Aber mir wurde noch nichts. Au. Mir wurde noch nichts vorgeschlagen. Wenn du eine Alternativstrategie hörst, einfach annehmen, oder? Oder erstmal gucken. Ich würde erstmal abwarten, weil Mediums laufen trotzdem gut, wenn du vielleicht, wenn es nur leicht tröpfelt, ist das nicht wild. Ich bin Fünfter zu deiner Empfehlung. Also ich schule Punkte anscheinend, wenn es so weitergeht. Ja, ich werde auch schon locker Punkte geholt, wenn mich das fucking Spiel nicht gestreamt hätte. Ah, ich bin jetzt beim Safety Car angekommen, bleib hinter Button. Ja. Ich falle weit zurück. Ich bin einen halben Meter hinter Button. Du fällst weit zurück. Ich bin direkt hinter Button. Das Spiel ist buggy, ich sag's doch. Da liegt immer noch der Frontflügel in der Kurve. Ja, das Spiel ist buggy, ich sag's dir. Wetterbericht. Ja, jeder Moment Regen. Mach okay, doch echt. Ich bin jetzt bei den Führenden. Oh, jeden Moment leichter Regen. Ey, online ist doch. Bremse enttut, merke ich gerade. Weißt du, da steht, hole die Safety Car Kolonne ein. Ich komme nicht mal ansatzweise ran an die Safety Car Kolonne. Boah. Ich bin zu schnell. Ich fahre nicht mehr 200 km/h und bin zu schnell. Ich sage dir, dieses Spiel ist buggy. Zumindest online. Online müssen die mal komplett neu überarbeiten. Aber ich will gar nicht wissen, wie das wird in Monaco, Alter. Ich mache jetzt den anderen nach. Ich fahre hin und her und hin und her. Lass noch Reifen warm, Bremsen warm. Ja, da sind schon die ersten Tropfen. Ich sehe sie. Genau. Okay, nicht vergessen. Mager. Nee, ich habe erstmal auf Standard gestellt. Weil ich ja, muss ich bin das. Halt auf Mager. Ja, weil ja, ich aber muss ich auf muss Standard spielen gleich. Achso, ich bin Vierter. Nice. Ich überhole ohne es zu merken. Das Spiel ist buggy, wer weiß, ey. Eigentlich bist du wahrscheinlich noch immer noch Neunter oder was weiß ich. Oder Siebter oder Sechster oder was du warst. Ich seh dich schon in der Karte. Ja. Meine Fresse, Raikön. Schön und gut, dass du die Reifen warm machen willst, aber komm. Mindestens 20 Minuten leichter Regen. Das Rennen wird komplett durchregnen. Wenn es jetzt so bleibt, ist okay. Und wieder über den Frontflügel rüber. Ich würde es mal geil finden, wenn ich jetzt mal so 4 Plätze gut machen würde. Boah, Raikön. Ich sehe es auf der Karte, wie du ihn immer näher auf die Pelle rückst. Ja, es packt ab. Schön und gut, ne? Okay, er hat mir gesagt, bis zum Wechsel dauert es noch, zum Reifenwechsel. Wo die Ilianin ein bisschen rutschig ist. Mein Team meint zu mir, wir fahren mit den Reifen durch. Wir fahren jetzt in Runde 21 gerade. Von? Von 29. Okay. Boah, ey, wenn der Safety Car noch länger draußen bleibt, komme ich nicht mal mehr nach vorne. Sekunden. Keine Boxenstopps. Raikön! Wie er mir auf den Sack geht! Alle fahren im Medium im Moment.
Es tut mir, ich muss es ja wirklich immer wieder sagen, es tut mir wirklich leid, wenn ich so rage, aber bei diesem Online-Modus, bei einer so großen Firma wie Codemasters, bei solchen Bugs im Online, bei diesem Bug mit dem Safety Car, was mich total aus dem Rennen geworfen hat, was mich total rausgebracht hat. Vielleicht also sowas, jetzt wieder durch. Sowas unterstütze ich nicht. Sowas unterstütze ich eigentlich nicht. Also das ist der letzte Formel 1 Teil, den ich mir hole. So einer Company haue ich nicht noch mehr Geld in Rachen. Die nicht mal einen ordentlichen Online-Modus hinkriegen. Raikön, jetzt fahr halt! Ey, ganz ehrlich. Ich meine, ich sag selber, ne, ich hau denen kein Geld in Rachen, aber kauf mir jedes Jahr FIFA. Safety Car kommt rein. Nein, nicht Boxenstopp, ich Idiot. Egal. Ich bin aus Versehen auf Boxenstopp gegangen. Ich fahr einfach nicht rein. Oh, jetzt fährt Bottas so lang. Ja. Bottas gibt ja das Tempo vor, aber so langsam ist auch wieder nicht. Bottas erster oder was? Ja, davor, dahinter ist Sands, dahinter ist Button, dahinter bin ich. Und da kommt Verstappen. Raikön! Bereit, um das fortzusetzen. Der ist aktiviert. Der ist deaktiviert. Danke, Spiel. Oh, überholen darf man wieder. Ja. Oh, ich darf wieder überholen. Jetzt komm. Es fängt an zu tröpfeln. Ich sehe jetzt auch tröpfeln. Ah, ich komm am Button vorbei. Doch nicht. Oh, Button. Ich bin gerade sehr konzentriert. Ich auch eigentlich. Aber Button macht mich, bringt mich gerade dazu, angegriffen zu werden. Der bremst mich so lange aus, bis Verstappen neben mir schon ist. Danke, mein Team sagt es genau richtig. Manche kämpfen jetzt schon mit den Bedingungen und werden gleich wechseln. Aber wir müssen mit Mediums erstmal weiterfahren. Weil wir würden die zu früh einsetzen. Geht grad nicht! Geht jetzt wirklich nicht! Kannst du nicht herkommen? Okay. Ja, dann war's. Ich werd gedreht. In die Wand. Das war's! Und in die nächste Wand. Dankeschön, wer auch immer es war. Ich muss Reifen wechseln. Nee, wer auch immer mich da jetzt rausgeworfen hat, auf welchem Platz war ich gerade? Ich wurde von Magnussen weggedreht, Magnussen ist raus, ich auch. Doch nicht. Magnussen verdaut mir meine Punkte, dankeschön. Super. Kino. Vor allem, er haut mir in Runde 23 haut er mich raus. Keno, ich bin Vierter, werde gedreht, komme wieder rein in die Strecke als Zehnter, werde nochmal gedreht, Magnus schießt sich selber ab. Ich bin jetzt nur noch 17. Naja, aber du bist immer noch im Rennen. Immerhin bist du noch im Rennen, also von dem her. Du bist komplett raus? Ich bin komplett raus. Irgendein Spasti ist mir hinten reingefahren und dann habe ich mir den Reifen abgefahren. Wow. Guck mal über Rennleitung und Vorfälle wieder. Bitte. Ja? Geht nicht! Ich überlege gerade, mein Auto einfach in der Box abzustellen. Okay, ich bin 18.
Laut der Rennleitung bin ich 19. jetzt und du 17. Wieso wollen die jetzt die Strategie ändern? Jetzt wollen die Intermediates. Soll ich? Würde ich machen an deiner Stelle. Ach, ich bin gerade 17. Kollision mit bla 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 bla. Ich habe eine Kollision mit Alonso. Guck mal bitte mit Magnussen. Kollision mit Alonso verursacht. Ach, anscheinend. Eriksson. Kollision mit Vettel verursacht. Hast du? Okay. Guck mal, Magnussen und ich habe irgendwas sind. Und ich habe einen Totalschaden erlitten und das ist das Letzte, was hier steht. Ach so, ich bin von der Rennleitung gescoot. Ich schaff's nicht mal in die Box rein. Ich zieh wieder alle vor mir, ich könnte sogar auch Supersoft durchfahren. Soll ich es versuchen? Supersofts? Boah, das ist riskant. Im Regen? Okay. Ich werde auf Intermediate fahren. Wechseln. Ich sehe jetzt schon, wie es bei mir ausgeht. Kannst du mir das zuschauen? Ich kann nur Bottas zuschauen. Ah, der ist jetzt gerade erster. Ich habe mich aus der Box einfach rausgedreht. Rausgedreht? Okay. Ja, ich war auf dem Weg in die Boxeneinfahrt. Ah, jetzt kann ich dir zuschauen. Jetzt kann ich dir zuschauen. Guck mal, wie schön ich ausschlage jede Kurve. Ah, oh! Siehst du, wie schön ich schlitte? Oh. Alter, jetzt hau dir aber nicht noch den Reifen weg. Hast du gerade den Frontflügel gesehen? Ja, habe ich. Alter! Ich muss wechseln. Du hast noch 5 Runden, um Punkte für uns zu holen. Ich muss wechseln. Nee, ich schaffe es nicht. Wenn ich jetzt wechsle, bin ich hinter Wehrlein. Ja, aber weißt du, was der Vorteil ist? Weißt du, was der Vorteil ist? In Bahrain ist kein Regen, da kann es nicht regnen. Das ist, aber trotzdem, ich werde wahrscheinlich trotzdem wieder vom Spiel gescrewt, echt. Auf einmal fängt es an, nur bei dir zu regnen. Nee, ey, also dieses heftige... Dieses Safety-Car-Screwen ging gar nicht gerade. Also echt, dass die mich überholen durften, alle, ich bin durchgereicht bis auf 20, dann will ich auf meine alte Position zurück. Nein, lass ihn vor. Ja, ich möchte, dass du dir den Stream, zumindest das erste Rennen, zumindest mal anguckst bis zu der Safety-Car-Phase und dann musst du mir mal schreiben, ob das wirklich rechtens war. Das kann man mir nicht erzählen. Bei mir war es ja so, ich war ja direkt hinter dir. Und auf einmal wurde es bei mir unsichtbar und dann stand der Bleib hinter Teppich und nicht mehr hinter dir. Keine Ahnung, es ist buggy. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es tatsächlich schaffe, morgen zu streamen, weil wir morgen zu meinen Großeltern fahren wollen, wegen Weihnachten und so. Und ja. Aber sollte ich es nicht schaffen und sollte ich nicht streamen, kriegt ihr das natürlich dann trotzdem als Wiedergutmachung. Und dann habt ihr diesen Sonntagsstream ja jetzt auch noch. Also könnt euch nicht beschweren. Weil ich kann nicht zu meinen Großeltern sagen, ich komme nicht, weil ich streame. Das geht nicht. Ich schalte ein bisschen manuell. Oh, was? Tschüss, Wand. Ich bin gerade schön gegen die Wand. Also. Momentan fährst du nicht schlecht. Ja, also bin ich das ganze Rennen durchgefahren, bis ich dann hinten rechts in Kontakt bekommen habe und dann mit dem Frontflügel gegen die Wand. Das war so hier in etwa.
Ja, ich bin in Anführungszeichen auch nicht schlecht gefahren durch diese Safety-Car-Phase. Ich war auf 4 oder 5 oder so. So, ich werde jetzt aggressiv spielen, ich spiele jetzt wieder auf Fett. Ja, komm, die letzten Runden kannst du ruhig auf Fett. Nein, die letzten Runden kannst du ruhig auf Fett fahren. Naja, ich habe 1,5 Runden plus. Für Benzin her. Mann. Junge, ich hatte so einen guten Start, Alter. Und der wird mir jetzt durch Markus zerstört. Ich bin auf Rang 20 gestartet und bin am Ende ausgeschieden. Wer willst du dich beschweren? Du bist auf Rang 24 gestartet, um genau zu sein. Hast du gerade gesagt, du kannst dich nicht beschweren? Ich darf mich nicht beschweren, ich bin auf Rang 5 gestartet. Ja, du darfst dich nicht beschweren, ganz ehrlich. Du fährst noch. Und dreh mich gleich, ist das kommen. Oh. So, ich hab gerade im Übrigen, hab gerade für die Leute, die es interessiert, für die YouTube-Karriere, die dann bei FIFA 17 auch kommt, auch das alles schon mal vorbereitet. Und dann habe ich gerade eben noch meine eigene persönliche Karriere gestartet. Da freue ich mich auch ziemlich drauf. Und dann am Dienstag gibt's dann WW. Ich muss das dann einfach alles ein bisschen ändern. Und dann kommt bald noch FIFA gegen Chris. Warte mal, ich muss das mal ganz kurz schriftlich ändern. Okay, nur du hast zu viele Projekte. Nö, gar nicht. Ich hab Zeit. Ich krieg auch in 2 Wochen FIFA. Oh, noch 3 Runden. Also wenn ich die durch hab. Leichter Regen, Keno, siehst du's? Ja. Weißt du was, ich lasse es einfach so, dann streame ich eben zweimal irgendwie in der Woche. Oder mal am Sonntag und dann nochmal, ist eigentlich scheißegal. Und wenn ich morgen ganz früh streamen muss, ist mir egal. Ich denke mal, dass ich morgen dann schon ganz früh WWE spiele. Schreib mir, ich komme vielleicht auch schon. Wetterbericht. Ich lasse es jetzt so, lass es so, dann läuft es schon. Kino, ich sage ja. Wetterbericht, was kommt? Meisterschaftsplatzierung. Geil. Beim aktuellen Stand bist du einer der Letzten. Danke. Das motiviert einen so richtig, ne? Wir können ja gleich das nächste Rennen starten, weil das Rennen geht erst so eine Stunde circa. Richtig? Ich guck gleich mal. Ich mach jetzt gleich. Ich poste gerade den Streamplan. Ja, du hast jetzt Zeit. Ich hab Zeit. 3 Runden kommen ja aus. Jetzt sind noch 27, 28 noch. 3 Runden, ja. Oh, etwas abgekürzt. Ups. Aber keine Verwarnung. Oh, vor mir sind die Gegner. Oh, ich sehe schon wieder Wehrlein auf der Karte. So, Montag WWE, Dienstag Dark Souls, Mittwoch FIFA, Donnerstag Until Dawn, Freitag F1, Samstag. Geht ja online. Du musst ja noch Marcel schreiben. Ja, Samstag, GTA. Er sieht das doch. Ja, okay. So, Streamplan gepostet. Ich jetzt die schnellste Runde. Nee, geht nicht. Ah. Ich bin bis jetzt die schnellste Rennrunde gefahren, fällt mir gerade auf. Genau. Ja? Ich bin bis jetzt die schnellste Rennrunde, würde ich jetzt mal raten. Nice, dann muss ich jetzt noch den Plan für YouTube schreiben. Schnellste Runde insgesamt. Dankeschön. Ach, ich habe wirklich die schnellste Runde insgesamt bis jetzt. Das ist doch schön. Wenigstens sowas wird uns gehört. Und da liegt immer noch der Punkt. Ja. Wenigstens das kriegen wir. Ich muss umstellen, ich habe zu wenig Sprit.
gleich kommt die letzte Runde. Und vor mir sehe ich wieder zwei. Mhm. Letzte Runde. Oh, verbrennt. Hast du es gesehen? Ich schreibe gerade den Stream, den YouTube-Plan, sorry. Gut, dass du es nicht gesehen hast. Ich habe mich gerade todesverbrennt. Vettel ist 18. Oh. So, ich bin gerade was am Überlegen. Okay, ich werde den 17. halten, außer wenn jetzt noch ein Winterschein kommt. Keine Punkte für Force India. Nice. Oh, mein Benzin geht aus. Ich muss jetzt schon auf Mager stellen. Wieso ballerst du denn so hart auf Fett durch? Ich hab nicht auf Fett durchgeballert, ich hab auf Standard durchgeballert. Rennsieger Lewis Hamilton. Schön, freut mich für Hamilton. Und vor mir sind alle. Vor mir ist wie wenn gerade ein Safety-Car wäre. So eine dicke, fette Traube. Wäre ich ein bisschen schneller, würde ich die jetzt alle einholen können. Weißt du, wahrscheinlich nicht, wie viel, der wievielte Part UFC war das am Freitag? Weiß ich auch nicht, ich kann's dir gleich sagen. Ich guck gerade selber, ich hab keine Zeit. Ja, okay, ich bin gleich wieder da. Okay. So. So, ich als 17. in der Wertung, du als... Oh, okay, dann bis 20. Ah, ich bin nicht letzter. Nee, nee. Also hinter dir sind noch Alonso und Haryanto. Stark, ich bin nicht letzter. Drück mal ein bisschen X, dass es weitergeht. Welches Rennen kommt jetzt? Bahrain kommt jetzt. Wo sind wir denn in der Fahrerwertung? 17 und 20. Konstrukteurs-WM? Oh, 9. Okay, weiter. Oh. So, jetzt kommt Bahrain. Noch 19 Rennen. So, also, ich bin bereit. Ja, ich auch sofort. Ja, ich bin auch. Ja, dann geht's in. Das läuft schon, ich hab Zeit. Zehn Sekunden noch. Läuft. So, wir fahren wieder so ein, zwei Runden im Training. Danach fahren wir Qualifying. Diesmal ohne Platzabzug am besten. Wenn es mich nicht screwt, dann ja. Ich mein's Qualifying. Ja, wie gesagt, und wenn mich das Rennen nicht screwt, dann ja. Und diesmal kommen wir in die Punkte. Einfach X. Einfach annehmen. Ja, wir nehmen das jetzt einfach. Okay, Ziel ist jetzt Punkte. Genau. Wir müssen und Punkte nicht kriegen. Rausfliegen. Das wäre auch mal ein Ziel. Rennen beenden. Rennen beenden. Das hast du ja schon erreicht. Das wäre jetzt mein Ziel. Rennen, ein Rennen mal beenden. Und ich muss jetzt über 17 kommen. So, Bahrain. Guck mal, Zecheninfo. Es soll bewölkt sein. Ja, aber in Bahrain soll es nicht regnen. In Bahrain ist eine Wüste. Es regnet nicht. Also das Training soll bewölkt sein.
Ich hab voll die Löcher im Reifen. Das Rennen ist komplett sonnig. Und das Qualifying ich bin auch jetzt ist auch okay. Bin der Erste, der rausfährt jetzt. Ich fahr jetzt auch raus. Ja, immerhin bin ich also nicht Letzter, das ist auch immer was. Qualifying und Training sind bewegt. Kino. Gesamt genommen, ja. Und das Rennen ist komplett sonnig laut Anzeige im Moment. Fährst du auch mit Medium? Ja, ich fahr mit dem Weißen. Okay. Also Rot ist super soft, Gelb ist soft, Medium ist nice, Hard, was war Hard? Gibt's überhaupt noch Hard? Keine Ahnung. Es gab mal eine harte Mischung. Ja, es gab mal eine, das weiß ich. Blau war Regen, grün meinte Medium. Aber in der Wüste sollte es nicht regnen, das wäre unrealistisch. Aber Codemasters traue ich alles zu, nach dem Online-Rennen. Die Strecke kommt mir sehr schön vor im Moment. Ich mag die auch, ich mag sehr gerne bei Rhein fahren. Wenn das, ich glaub, wenn nur das. Die beide fahren gerade draußen. Ja, nur die beide im Moment. Statusbericht. Statuskollege. Dafür fehlen uns unsere Daten. Tut mir leid. Ach, Status, wie heißt der? Status-Kollege oder Status-Team-Kollege? Status-Team-Kollege. Status-Team-Kollege? Leck mich. Hört ihr auch nicht, ne? Naja, kann er hört mich schlecht. Also, Status-Konkurrent. Wir haben Konkurrenten. Sind vielleicht Teamkollege und Konkurrent die gleichen? Ja. Status-Konkurrent. Ach, dafür fehlen uns Daten, danke. So, Hamilton ist jetzt auch draußen. Ja, du fährst gleich deine erste Runde wahrscheinlich. Lass einfach jeder eine Runde, also eine gewertete Runde fahren und dann in die Box und dann vorbei. Schön DRS durchpumpen. Eine schöne lange Gerade am Ende, finde ich. Ah, statt hier auf jeden Fall. Naja, ich mag die Strecke generell gerne. Also das ist ganz cool, weil Bahrain, ich habe Bahrain mir so eingespeichert, in Bahrain regnet es nicht. Und deswegen finde ich die cool. Wir haben sowieso zwei gute DRS-Graden, zweimal so richtig schön lange Geraden. So schön zum Angreifen ist die Strecke. So, und ich will schon mal kurz vorher mal was sagen, und zwar für alle, die Bock haben, irgendwie mal mitzumachen jetzt demnächst. Das würden wir dann nach dieser Saison machen, weil wir starten jetzt nicht nochmal komplett neu, da hab ich keinen Bock drauf. Und seid deswegen also jetzt nicht pissig, ja. Ich stell mal vor, jetzt sind dann kriegen wir tatsächlich die Lobby voll, ne? Ey, dann ist das bestimmt so hart buggy. Ich habe mich im Übrigen einmal kurz verbremst. Achso, du hast aber die schnellste Runde, ist aber auch die erste Runde. Ja, weil das die erste gezeichnete Runde ist. So, ich fahre jetzt auch gleich Startziel wieder. Oh, das ist eine schöne Gerade. Ich habe mich in der vorletzten Kurve so hart verbremst, ne? Okay, ich nicht. Jep, ich bin langsamer, aber viel langsamer. Aber ich fahre jetzt langsamer. Ich mach Boxenstopp, damit es mir angezeigt wird, wo ich rein muss. Das ist ja auch so schwer zu sehen hier in Bahrain. Naja, nee, ich kenne nur die Melbourne Boxen richtig. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Okay. Achso, Wetterbericht. Ja. Der ist ja richtig nett. Ich sag Wetterbericht, es wird anerkannt, aber er sagt nichts. Status Teamkollege. Ach so, du bist eine Frau. Das ist was? Ich glaube, du Status Teamkollege und dann so ihre beste Rundenzeit. Leute, Sergio Perez ist eine Frau.
Mach du auch mal Status Teamkollege bitte. Ich will wissen, was bei dir auch so gesagt wird. Status Teamkollege. Mehr. Status Teamkollege. Status Konkurrent. Ihre. Mhm. Ist auch eine Frau. Diese Frauen. Ich war schon mal in die Box. Ich fahr jetzt auch rein. Wow. Ich bin in der Box. So, ich hab die Session schon mal aufgegeben. Könntest du auch im Pause-Menü dann. Aber auch Session verwalten und dann beenden. So, Session beenden. Weiter. Warten auf Spieler. Wie lange hat jetzt das Rennen so in etwa gedauert? Jetzt gerade das Rennen? Mhm. Schwierig, halbe Stunde. Ja, okay, dann kann ich das nächste auch noch machen. Ich bin bis 16 Uhr da, länger nicht. Warten auf Spieler. Wir machen eh nur die 2 Stunden voll. Oder nicht, vielleicht nicht und mal dann, ganz, aber... Und dann hat Keno keinen Bock mehr. Ey, nach dem Melbourne-Rennen habe ich echt keinen Bock mehr. So, Session-Info. Es soll wieder bewölkt sein. Morgen kann Regen. Gut. Zur Strecke. Rausfahren. Ich fahre dann. Ich bin auch schon auf dem Weg nach draußen. Ja, oh, und Red Bull auch schon. Ich hab's gerade gesehen. Da fährst du. War das nicht ein Ferrari? Nee, das war irgendein rotes Auto, was mir gerade... War ein Red Bull. Ach, vor dir ist ein Red Bull, okay. Hat für mich rot ausgesehen. Ja, Red Bull hat auch was Rotes drin mit dem roten Bullen. Ja, aber für mich sah es komplett rot aus. Also Verstappen war's. Gut, hinter mir jetzt einer im Haas. So, jetzt auf Superstop, nicht auf Medium. Du weißt, was das bedeutet, Keno? Man ist schneller. Das auch. Das heißt, wir sollen jetzt eine gute Rundenzeit rausholen. Und nicht direkt rausfliegen und als 24. starten. Stell dir mal vor, wir hätten Blitzqualifying gemacht, dann wären wir so am Arsch. Oh, du hast Verstappen überholt, jetzt bleibt er vor mir. Super, tschüss Verstappen. Ich habe Probleme, das manchmal einzuschätzen, wie nah der hinter mir schon ist. Dass ich rüberziehen kann. Da habe ich manchmal so Probleme mit, dass ich... Vor allem, wenn dann die Grafik dann auch ein bisschen buggt, ne? Nee, das Problem ist, wenn ich jemanden überhole, ziehe ich dann meistens in die Ideallinie wieder. Ja. Und wenn er dann mir angezeigt wird mit 2 Pfeilen, dann weiß ich nicht, ist er jetzt genug Abstand, um da reinzuziehen, ist er jetzt zu wenig Abstand. Aber wenn du jetzt hinter mir bist, riskier's nicht. Ja, dann lasse ich dich lieber weiter vor. Ich finde jetzt, aus der Ideallinie raus. Also jetzt ist D-Day für uns, würde ich sagen. Also jetzt ist wirklich wichtig, hier Punkte zu holen. Punkte, wenn nicht sogar eventuell Podium. Wenigstens ein Treppchen. So. Ja, irgendwann in dieser Koop-Saison sollen wir mal ein Treppchen holen, einer von uns. Aber in diesem Rennen würde ich jetzt als Ziel aussagen, Punkte. Ja. Also für dich erstmal nicht ausscheiden. Für mich auch. Richtig, für mich ist erstmal nicht ausscheiden und für dich ist erstmal Punkte holen. Bei deinem Ziel habe ich ja schon geschafft und so. Ja, und das Ziel bleibt im Übrigen so lange, bis ich mal nicht ausscheide. Und da habe ich mich verbremst. Egal. Ich sehe das, du kommst da ziemlich weit raus gerade. Deswegen. Oh, da habe ich mich jetzt verbremst. Die Kurve mag ich nicht. Wenn man dann so knapp vor der DRS-Zone so langsam wird. Ja, aber das DRS hilft dir dann ja, die Geschwindigkeit wieder raufzuholen. Vor mir ist ja, Button. Ja, ich weiß. Aber im Rennen ist scheiße, wenn du kein DRS hast und er schon. Naja, das ist dann natürlich schon blöd. Oder beziehungsweise, wie die Rennleitung sagen würde, sie.
Sie. Ja, dein Team würde sie sagen. Ach ja, genau. Aber wir haben natürlich, ja, das muss man sagen, wir haben natürlich schon eins der schnellsten Autos in der Strecke mit dem Force India. Wenn man mal sieht, wie schnell wir hier jetzt allein auf der Geraden an dem Button dran sind. Ich bin direkt hinter dir. Oh, fast direkt hinter dir. Schon noch ordentlich wieso Abstand. Hört der Boxenschlag? Oh, das ist die schnellste Runde. Oh, ich bin so knapp hinter dir. Guck mal, wie knapp ich hinter dir war, Alter. Ich hab's nicht gesehen. 0,045. Also, wir beide haben uns einmal verbremst, wir haben uns genau aufgehoben. Damn it. Ich hab das Button überholt. Danke. Mhm. Jetzt bin ich direkt hinter ihm. Oh, ich bin die schnellste. Ich bin die schnellste Zeit im Sektor 1. Und Button bremst mich aus. Danke, Button. Und somit ist die schnellste Zeit schon wieder vorbei. Nee, ich bin gerade 15 Sekunden schneller als in der Runde davor. Oh, mein Tank ist fast leer. I don't care. Scheiße, ich wollte. Ach ja, ich war auf Fett gut. Du fährst auch auf Fett wahrscheinlich. Mhm. Du siehst ja die ganze Zeit die Delta-Zeit. Und die ist bei mir so 1,1 Sekunden schneller. Sektor 2 auch, Bestzeit. Ja, ja, ich komme noch an die Box, Mann. Ich werde aber diese Runde erst befahren. Oh, die Kurve habe ich viel besser genommen. Als letztes Mal. Das ist schnellste Runde, wa? Ja. Ah, 1,34,690. 2 Sekunden schneller. Guck, da sieht man einfach nur diesen Fuss in mir. Ich muss sagen, ich habe mich dieses Mal, ich habe mich nicht verbremst. Ich auch nicht. War es einfach, war es einfach schneller diese Runde. Siehst du die Delta-Zeit oben rechts? Ja, nee, ja. Siehst du wahrscheinlich nicht mehr. Ach doch. Doch, ja, doch. Die ist bei mir durchgeht im grünen Bereich, jetzt auch wieder. Aber die wird nichts bringen. Das ist nicht mehr CDR, jetzt ist hier im negativen Bereich. Jetzt ist die wieder fast im positiven, ja, jetzt ist wieder im positiven Bereich, aber ich werde sie nicht fahren, die Runde. Ja, ich fahre jetzt in die Box, du auch, oder? Na, ja, ich bin noch im positiven Bereich in der Delta-Zeit, also von dem her, ich werde versuchen, die vielleicht noch zu Ende zu fahren hier, um nur zumindest ein bisschen schneller noch zu werden. Also eine Doppel, also Doppelpol wäre stark. Der wäre stark. Die müssen wir nur noch halten. Okay, gleich kommt die Box. Nee, ich fahr auch rein. Das wird mich ja nicht irgendwie jetzt. Ich sag einmal Boxenstopp an, damit die es wissen. Ja, ich bin eine Sekunde langsamer als letzte Runde. Ach, hier ist 80 km/h. Wieso, wie viel waren Melbourne? 60. Ah. Ich glaub, oh, ich warte. Ich warte mal auf dich. Boah, hab ich grad Draining an den Reifen. Alter. Ja, ich auch. Guck mal, da sieht man, was es macht, Alter. Da sieht ja, man wow, die Wüste. Siehst du mich hier? Siehst du mich? Ich sehe dich jetzt, wie du da jetzt stehst, ja. Jetzt muss mein Team erst rauskommen. Ach, halt Team. Ja, Leute, wir haben jetzt ja leider in Australien Nuller geholt und dann würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier tatsächlich die Doppelpole holen für Force India. Ich beende mal die Session. Dann würde ich mal sagen, war das ziemlich stark, oder? Du könntest auch, Dings, die Session starten. Ja, es ist die Doppelpole. Ja. Es ist die Doppelpole, Chris auf 1, ich auf 2, dann Raikön auf 3, Ricardo auf 4, Verstappen auf 5, Nico Rosberg auf 6, Vettel auf 7, Fernando Alonso auf 8, sehr stark mit dem McLaren, Jenson Button auf 9, Carlos Sainz auf 10, das sind die Top 10. Und dann geht's jetzt mal rein ins Rennen, oder? Und jetzt kommen wir auf 1 und 2, den lassen wir es laufen.
Ich würde mal eigentlich spielen die gefährliche Strategie, also die 2-Stop. Oder Rennstrategie. 29 Runden. 3 oder 4 Stops. Was hast du? Rennstrategie. Ich nehme 3. Ich nehme 3 Stops. Boxenstops 3. Ja, ich nehme auch die 3. Aber wenn wir jetzt beide die gleiche Strategie nehmen, nicht, dass wir uns dann in der Boxengasse dann verhakeln, weißt du? Das Problem ist, dass ich gerade erst habe. Willst du... Oh. Warte, du kannst doch Boxenrunde. Ich mach mal meinen ersten Stop in Runde 5. Wo hast du dann? Ich lass einfach jetzt. Ich lass es jetzt einfach so, wie es ist. Ist egal jetzt. Renn starten. Also ich habe jetzt die Strategie auf 5. Dann auf... Frag mich nicht, auf 11 oder so. Ja. Dann nochmal und dann... 18 glaube ich und dann bis zu 29 durch. So, ja, Einführung. Ist egal. Kino, ich werde nicht sehr schnell fahren, also. Ja. In der Gerade vielleicht ein bisschen schneller, aber. Wenn wir auch nicht zu lange warten müssen, dass die Reifen noch nicht runterkühlen. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Meine so eine Reifen schöne Doppel. So, ca. 35 Grad. So eine schöne Doppelpole für Force India. Das ist richtig geil. 29 Runden gibt es Rennen hier. Okay, aber das liegt doch jetzt auch halt daran, was wir gerade eben sagten, wir haben jetzt Glück mit Bahrain, ne, weil einfach wir mögen beide die Strecke sehr, glaube ich. Also ich mag die sehr. Es wird nicht regnen. Und es regnet null, das ist ziemlich nice, das wird mir auch helfen. Es sei denn natürlich, es kommt jetzt nochmal so ein Safety-Kabak. Einmal in Gang 8 hoffentlich noch schalten, nee. Tust du gleich auf der anderen Geraden. Ja, werde ich auch. Oh! Einmal etwas weit nach links ausgegangen. Ja, ich habe mich schon gewundert. So, wow, wo willst du hin? Ja, du hast Zeit. Du musst auch nicht zu schnell von mir. Jetzt die Gerade, hoffentlich auf Gang 8 kommen, werde ich aber. 6. Sonst schalte ich das durch. Ja, ich bin einmal auf 8 geschaltet. Ich bin leider jetzt nicht auf 8 gekommen. Ja, ich habe es manuell schnell geschaltet. 15 Uhr. Jetzt 15 Uhr? Dann perfekt zum 15 Uhr. Perfekt 15 Uhr, um das Rennen zu starten. Ist ja geil. Das haben wir doch alles geplant. So. Startaufstellung. Okay, auf geht's. Ich wünsche dir viel Glück und ich ramm dich nicht weg, keine Sorge. Wenn du schneller wegkommst, dann kommst du schneller weg. Ich versuche auf der, also ich bleib auf der linken Seite auf jeden Fall. Du müsstest auch auf die linke rüberziehen, wa? Oder hältst du erstmal? Versuche erstmal geradeaus weiterzufahren. Also erstmal auf der linken Seite, rechte Seite. Bleib erstmal auf der rechten Seite. Versuch, wer dann halt in der Kurve dann vorkommt, wird sich dann zeigen. Aber wir versuchen das natürlich jetzt nicht abzuschießen, weil 1 und 2 kriegt man nicht jedes Mal. Und das wollen wir dann jetzt auch beibehalten. Spielspeicher. Gelbe Flagge. Ach ne, gut. Kupplung, Drehzahl. Der Start war okay. Guter Start. Die überholen dich schon wieder. Ist nicht schlimm. Hast du mich gerade dabei noch von rechts getroffen? Nein, ich hab dich nicht getroffen. Ich bin ja extra langsamer geworden, dass ich die nicht treffe. Beinahe hab ich gemeint. Einer war rechts neben mir. Ich versuche abzuziehen, ja? Ich versuche die so ein bisschen aufzuhalten, also versuch du mal wegzuziehen. Wenn ich vor dir bleibe, ist es am besten, weil ich habe ja den Stop erst eine Runde nach dir. Ich versuche die so ein bisschen aufzuhalten, versuche also wegzuziehen, ruhig. Tu ich. Also die Kurven so ein bisschen dicht machen und so, weißt du was ich meine? Wie viele Runden sind es denn in Bahrain? 29.
Aber du ziehst auch ab. Also. Hm? Du ziehst auch ein Stück weg von Testlappen. Wir werden Force India zu einer großen Macht bauen über diese Saison, glaub mir. Also nächste Saison mit anderen Leuten werden wir auch Force India spielen. Wow. Ich dachte gerade, du fährst voll rechts in die Wand. Nee. Ich hab mich gleich verbremst. Was denn nächste Saison Force India nochmal, oder? Einfach die Macht weiter ausbauen. Erste Runde ist durch. Grüne Flagge, keine Gefahr, hinter uns ist gelb. Einer ist schon wieder ausgeschieden aus dem Rennen. Sehr stark. Wie kann ich Rang 7 sein? Das ist so buggy. Wie kann ich Rang 7 sein? Ist ein bisschen verbannt. Aber nee, einfach ignorieren. Bei mir bist du Zweiter und Platz. Es geht einfach jetzt nur um unsere Punkte. Ja, einfach jetzt versuchen, dominant vorne wegzufahren. Wir sind Mercedes. Wir sind das neue Mercedes, richtig. Und ich bin der arme Nico Rosberg. Oh, der nach seinem ersten Weltmeistertitel die Karriere aufgibt. So ein Trottel, ey. Ich darf versuchen, es nochmal herauszufordern. Naja, aber okay, man sagt ja immer, im Höhepunkt seiner Karriere soll man aufhören, aber... Ob das jetzt so schlau war, weil, weiß ich jetzt auch nicht. Bei Alonso, der ist jetzt bei einem Team... bei McLaren, glaube ich, war. Mhm. Der kommt nicht mehr nach vorne, also der war auf dem Weg, der Karriere hat nicht aufgehört und jetzt ist er weg. Bottas fährt ja jetzt für Rosberg, ne? Ist ja jetzt klar? So gut wie zumindest. Also es ist noch nichts offiziell bestätigt, aber. Ah, ich hab gelacht, wer fährt zu Mercedes gegangen. Mal gucken, Temperatur, meine Reifen sind schon gelb, Alter. Meine Vorderreifen sind ja, gelb. Das sind, ja, die sind aber auch vom Qualifying noch, die Reifen, ne? Vergesst das nicht. Ja. Strategie ändern? Sollte ich jetzt schon wechseln? Nein, ich behalte die Strategie. Also, die haben mir gerade vorgeschlagen, ob ich jetzt schon gehe und auf Soft wechsle. Okay. Aber ich hab gesagt, ich wechsle erst in 2 Runden. Oh, sehr viel Zeit verloren. Tschüss. Geht grad nicht, Oma. Vielleicht. Ciao. Ja. Es ist schwierig, mit einer Hand zu fahren und währenddessen mein Opa schützen sollen. Ne? Ey, ich spitze an der Hand so ekelhaft gerade. Nee, ändere nicht. Du gehst nächste Runde rein. Oder? Gehst du nächste Runde schon rein, laut normaler Strategie? Ich ändere gar nichts. Runde 5 gehe ich rein. Also wenn man sieht, wenn ich jetzt beibehalte, Runde 5. Hm? So langsam sollte ich ab und zu bemerken. Aber es läuft noch, es läuft noch. Also ich gehe aktuell, ja, ich gehe jetzt Runde 5 rein. Ja? Ja. Start. Ich weiß nicht. Was? Ja? Nächste Runde fahre ich schon rein. Fuck. Okay. Dann fahre ich eine Runde länger. Guck mal deine Reifen, bitte. Das sind halt schon fast 50%, ne? Ich hab 47, 42, 42. Oh, ich hab mich so hart verbremst. Du hast also weniger ich als ich? 50% gemacht. Ja, ich hab 40% auf hinten. Ich fahr dann jetzt rein, also nächste Runde. Ja, fahr die Runde länger. Guck mal, wie viel Abstand wir hinter uns haben. Ich fahr jetzt eine Runde länger. Guck mal, wie viel Abstand du dann haben wirst auf die hinter dich. Du hast ja dann ein freies Feld vor dir. Hast du DRS, Neymar? Du bist weit weg. Ich hatte kein DRS, nein. Geringes Risiko.
mein Ziel ist es auch gar nicht, jetzt irgendwie dich zu überholen oder so. Mein Ziel ist jetzt einfach hier auf 2 chillig weiterzufahren. Nee, sonst hättest du DRS gehabt, hätte ich dich vorbeiziehen lassen. Weil ich dann sonst dich ausbremsen werde, wahrscheinlich. Weil ich hab hinten 46, 47 jetzt nur noch. Nur noch. 61 habe ich schon oben. Vorne links. 65 habe ich und ich habe hinten schon 61 und hinten nochmal 60, also schwierig. Fahr du rein, oder? Na, fahr weiter. Ja, fahr du dann nächste Runde rein. Ich bin jetzt reingefahren. Achso, du bist jetzt schon rein, okay. Ich bin jetzt reingefahren, weil du jetzt ja weitergefahren bist. Ich habe ja gesehen, dass du weitergefahren bist. Ja, meiner kommt jetzt erst, also ich soll jetzt erst rein, deswegen. Hoffentlich hast du den Stopp. So, Raikön jetzt vor mir. Du bist immer noch dritter Keno. 4, 5, 6, 7. Aber du bist direkt im Fahrerfeld, das heißt, unsere Strategie könnte aufgehen. Dass wir dann bei dir stoppen. Ich habe 14 Sekunden, ich müsste sogar den ersten halten können, vielleicht. Meine Hoffnung ist jetzt halt, dass ich die jetzt überhole, während die in der Box sind. Ja, meine Hoffnung ist, dass wir jetzt auch die gleiche Strategie wie wir fahren und jetzt auch in die Box gehen. Dass ich gleich wieder den ersten oder zweiten erobern kann. Aber ich habe fast 20 Sekunden Abstand. Mindestens 15. Ich will mich jetzt auf die Strategie der anderen verlassen eigentlich. Rosberg vor mir. Taktisches Spiel hier. Siebter jetzt. Du bist Siebter. Boah! Rosberg! Meine Fresse! Die wollen jetzt? Soll ich zweimal Spotsoft oder zweimal nur Soft? Boah, was soll denn das? Oh, Anlein ist so buggy! Ich raste aus! Ja, weil online buggy ist. Ich raste aus. Echt. Fuck. Nee, man. Nicht witzig. Ich versuche uns die meisten Punkte rauszuholen. Okay, Keno? Ja. Ich komme raus auf dem ersten anscheinend. 2 Sekunden Stop. Gott, online ist so buggy, wenn du im Feld bist. Das geht mir so auf den Sack. Weißt du, was jetzt das Problem war? Was denn? Rosberg war vor mir, ja? Rosberg war vor mir. Ich lass Rosberg den Platz. Dann hab ich DRS, will mit DRS Rosberg überholen. Hab ich auch. Ich war vor Rosberg, ja? Nur zum besseren Verständnis. Ich war vor Rosberg. Und dann hat Rosberg dich gedreht. Nein. Dann war der Bug, dass Rosberg auf einmal bumm, vor mir aufgetaucht ist. Und, jetzt und dann bin ich in Rosberg rein und vorbei. Oh, bin ich gerade angepisst. Nur du raus oder Rosberg auch? Nee, nur ich. Nee, ich. Nur ich. Ich bin direkt Zweiter hinter Raikön. Nervt mich echt ab, wenn sich das bis... Wann streame ich jetzt F1 die Woche? Freitag. Wenn sich das bis Freitag jetzt nicht ändert, dann bin ich aggro. Ich weiß nicht mal, was wir als nächstes... Ich guck mal, was als nächstes kommt. Nee, also dass das so buggy ist, dann habe ich da echt... Ich hoffe, dass Raikön jetzt reingeht in die Box. Danach kommt China, das ist auch noch okay. China ist auch noch okay. Aber echt, also das ist zweimal. Ich habe jetzt zweimal ein Rennen verloren, weil das Spiel buggy ist. Oh, er geht rein. Oh, die Taktik ist aufgegangen, Keno. Ja, die Taktik wäre aufgegangen, toll. Echt. Ich bin gleich wieder da. Ich kann sogar mit Patch fahren. Oh, Mist.
So, Chris, da bin ich wieder. Ja, ich fahr grad meinen Vorsprung aus. Wenn wir das Rennen in China jetzt nochmal durch... Also Leute, es sind jetzt zwei Rennen, ne? Bahrain und Australien. Wir sind beide durch einen Bug kaputt gemacht worden. Durch einen fucking Bug! Ich habe 24 Sekunden Abstand auf dem zweiten. Ey, ich bin so aggro gerade. Durch einen fucking Bug wurden mir zwei Rennen kaputt gemacht. Echt? Könnt kotzen. Also Kino, zu deiner Info, bei uns geht die Strategie, also bei mir geht die Strategie auf. Also wäre sie bei mir auch aufgegangen. Wahrscheinlich. Ja. Weil ich kotzen bin rausgekommen als Zweiter und Raikön ist in der gleichen Runde reingegangen. Gegangen. Da war Pebble hinter mir und der ist in der siebten reingegangen. Und jetzt habe ich, glaube ich, 25 Sekunden. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch locker Zweiter geworden, locker. Aber nein, Codemasters muss natürlich den Online-Modus so verhunzen. Weißt du, du musst dir das so vorstellen, Chris, pass auf, du musst dir das so vorstellen. Das wäre wie, wenn du an mir vorbeifährst, ne? Du bist vor mir, ne? Gerade so musst du dir das vorstellen. Einfach aus dem Nix. Also hat Rosberg eine scheiß Internetleitung. Richtig, Nico Rosberg hat eine scheiß Internetleitung. Ich habe 35 Sekunden Abstand. Ja, du wirst das jetzt holen. 19 Runden noch, da wird nichts passieren. Raikön wird von Grosjean angegriffen. Weil Grosjean 2 Sekunden hinter Raikön ist. Ich könnte jetzt noch 3-4 Stops einschieben. Aber ich werde die Strategie zu Ende fahren. Meine Reifen 37%. Wann kommt mein nächster Stop? Ich werde Runde 11 bis 14 werde ich meinen Stop machen, also nächste oder danach. Mhm. Und ich überrunde gleich. Oh nein, Hilfe. Und somit bleibt mein Ziel in China Rennen beenden. Oh. Wenn es so bleibt, dann heißt es bei mir dann irgendwie einfach nur noch mehr Punkte ausbauen. Aber guck mal, wenn es so bleibt, dann haben wir 25 Punkte für unser Team. Ja, das ist das einzige Positive, was an diesem Wochenende passiert ist. Oh Gott, diese Bugs! 42 Sekunden Abstand, trotz Verbremser. Durch diese Bugs wird mir dann das Rennen kaputt gemacht, ey, ich kann so kotzen. Ich frag mich, wieso die eine Alternativstrategie einschieben wollten. Also die haben gemeint, ich war zweimal soft und einmal super soft. Mhm. Oder ich war zweimal super soft und dann soft. Und wäre in der gleichen Runde in die Box gegangen. Da habe ich lieber die zweimal super soft angenommen und dann noch soft. Weil Vorsprung ausbauen und dann nur noch das dann zu Ende fahren. Diese Runde soll ich in die Box. Weißt du, was mich jetzt sehr zerstören würde? Mhm. Eine Safety-Car-Phase. Du bist ja relativ safe unterwegs, das würde dich nicht kaputt machen. Ja, wer weiß, kann so ein Rosberg auf einmal hinter mir sein und nicht umrammen. Ich bin auch mit Rosberg aus der Lobby werfen. Ich war jetzt auch für Hamilton. Ich finde es schade, dass Hamilton nicht Weltmeister geworden ist. Ja, ihr müsst mir nicht dreimal ansagen, dass ich an die Box muss.
Ich bin einfach so hart angepisst. Egal. Dann gucken wir uns jetzt einfach Chris an, wie er fährt. Währenddessen poste ich mal ein Update. Mal sehen, wie schnell die den Boxenstopp durchkriegen. Ist einfach nur reifen und kurz tanken. Oh, 3 Sekunden. Ja. Fahren wir diese Sekunde schneller. Hey, ich hab dein Auto da drin gesehen. Ja. 23,61. Ich muss jetzt hoffen, einfach, dass es in China jetzt besser läuft und fertig. Da hilft nichts murren und meckern. Gott sei Dank ist ja auch jetzt die F1 Co-Op-Saison immer ans Ende der Woche verlegt. Da muss ich mich immer nur am Ende der Woche aufregen. Ich glaube, F1 Co-Op-Saison wird jetzt mein neues Last of Us. Kino? Dafür, dass ich ca. 4 Jahre kein Formel 1 mehr gespielt habe und heute der zweite Tag ist, bin ich irgendwie gut. Oder? Willst du jetzt von mir hören, dass du gut bist? Ja. Brauchst du so eine harte Bestätigung? Ich hab noch 45 Sekunden Abstand. Ach, die sind auch alle in die Wand. Die sind alle in die Box gegangen und haben du, ganz ehrlich, ich wär auch noch Zweiter, wenn diese verfickten Bugs nicht wären. Wenn man einfach mal so ein... Jetzt mal ganz ehrlich, wieso kriegt man das an Codemasters Codemasters? Wenn ihr diesen Stream tatsächlich irgendwie auf irgendwelchen Umwegen mal sehen solltet, wieso bekommt man es nicht hin, ein Online-Rennen genauso flüssig und ohne irgendwelche Grafikbugs zu fahren, wie zum Beispiel ein Karriererennen? Wieso bekommt man das nicht hin? Ich kann euch sagen, warum ihr das nicht hinbekommt, weil ihr dumm seid. Gleich kriegst du den Nacken, was ich von Codemasters mäßig. Ganz ehrlich, was mir egal mir das ist, die kämpfe ich mal. Weißt du, was ich so geil finde? Chris? Was denn? Es haben mich monatelang alle Leute vollgeheult. Spielst du FIFA 17? Jetzt gucke ich frühere Übertragung von gestern, die FIFA 17 Übertragung. 2 Leute haben sich das angesehen. Da denke ich mir auch, ey, fuck you! Geht mir Monate halt auf den Sack und dann habt ihr es und dann... Naja, Kenu. Jetzt kannst du wenigstens auf die Nachrichten antworten. Ja, immerhin. Währenddessen siehst du ein gutes Gameplay im Hintergrund. Ja, wir haben keine Zuschauer, von denen wir bräuchte auf nichts antworten oder so. Ach so. Ich habe 34 Sekunden Vorsprung. Trotzdem Stops vorhin. Ich habe jetzt nur noch einen Stop eingeplant, der kommt in der 18. Runde. Ich hätte es in der Runde. Wie viel Prozent haben deine Reifen? 18 erst. Ich glaube, ich fahre jetzt in der 19. rein. Ich wollte gerade sagen, fahr doch einfach jetzt irgendwie... Also ich werde in der 19. reinfahren. Mal sehen, kann ich auch fett fahren gerade? Nee, kann ich noch nicht. Wie viel Sekunden hast du Abstand? 40 glaube ich. 40. 33. Okay, dann fahr doch mal eine Runde auf Mager. Spaß ein bisschen Benzin, nicht, dass du wieder in Benzinnot kommst wie in Australien. Ach, da kam ich nur auf Benzinnot, weil ich zu lange auf Fett gefahren bin. Guck mal, ich kann jetzt schon überrunden. Gutierrez wurde vom Verstappen angegriffen und hat es sogar geschafft, ey. Verstappen. Oh, ist da jemand rausgeflogen oder ist der gerade... Das hat jemand in der Box? Ach so. Oh, gleich kommt schön die blauen Flaggen für den einen.
Wir müssen nach dem Stream trotzdem mal kurz in Rocket League gehen, wenn's geht. Keno. Was? Ich bin angepisst, was? Wir müssen eventuell gleich nochmal in Rocket League gehen, oder wir sollten es nochmal. Warum? Einfach nur, damit ich dir was zeigen kann. Weil damit du endlich mal das Training speichern kannst. 38,2 Sekunden. Ich habe jetzt schon wieder welche überrundet, die in der Box stehen. Ey, der Boss in mir ist so geil. So, ich guck jetzt mal kurz. Also ich bin nicht der Einzige mit solchen Online-Bugs. Ja? Sind mehrere schlechte Bewertungen. Vor mir ist Vettel. Ich könnte Vettel überrunden. Er ist 19. Ja. Aber wann habe ich denn jetzt GTA Online eingeplant? Samstag. Ach, Samstag. Und Freitag ist F1, stimmt ja. Yep. Und Montag, also morgen, ist WWE. Vettel, lass mich vorbei. Vettel. Du hast einen scheiß Ferrari. Ich bin im Force India. Ich bin schneller. Oh Gott, tschüss, Vettel. Sekunden. Muss ich Mediums aufziehen? Hast du noch keine Mediums drauf gehabt? Weiß ich nicht. Wo bist du gestartet? Supersoft. Und dann bei dem ersten Boxenstopp? Supersoft. Beim zweiten? Und jetzt kommt nur noch auch Supersoft. Jetzt kommt nur noch Soft. Ich werde Medium nochmal nehmen. Sie sagen mir gerade eine Alternativstrategie. Mal schauen. Ja, sie wollen mir Medium geben in Runde 16, ja, aber. Sag ich doch. Ich behalte mal Runde 18. Aber werde dann die nächste Reifen auf Medium stellen. Oh. Oh, weit rausgekommen. So. Montag kommt WWE, also morgen. Morgen kommt WWE 2K17. Dienstag Dark Souls. Das können wir auch online, wenn du Bock hast. Jaja. Dienstag, wir werden uns einfach alles anschauen. Dienstag Dark Souls, Mittwoch FIFA 17, Donnerstag Until Dawn, Freitag F1 2016 und Samstag GTA 5 Online. Der ist schon jetzt Medium, das habe ich jetzt schon eingestellt in Runde 18 circa. War Runde 19. Okay. Wie schön, wir werden sogar erst 2 Stunden damit überschreiten. Boah. Also die 2 Stunden habt ihr jetzt circa durch. Ja, ich hab die schon durch. Ich hab jetzt 48 Sekunden Vorsprung. Sekunden, danke für die 0,0. Die wolltest du gern wissen. Wir haben jetzt genau 2 Stunden und 1 Minute. 15 Uhr hat das Rennen hier angefangen. Aber noch keine Safety Car Phase, das ist echt sehr nett. Guck mal, ich bin wieder vor allen. Oder hinter allen sogar. Guck mal, wie die alle vor mir sind. Und hinter mir Zettel. Ich habe aber auch scheiße viele Fahrfehler im Moment. Also ich habe mindestens immer eine Sekunde langsamer als meine beste Runde. Ja, aber komm, als ob dich das jetzt noch so juckt. Ja, vielleicht will ich eine bessere Runde als 1,36 haben.
Guck mal, schon mehr eine Zehntel langsamer. Und da bin ich zu zweit drauf. Vor mir ist Bottas. Kriege ich überhaupt der F jetzt so, wenn ich hinter jemanden bin, der überrundet werden muss? Was kriegst du? Kann ich der S einsetzen, Leber? Wenn jemand knapp vor mir ist, der überrundet wird? Bin mir da nicht sicher. Ich glaube, wenn du vor dem bist, kannst du DRS verwenden. Nee, kann ich nicht. Ja, wenn ich vor ihm bin, ist richtig. Ich glaube trotzdem kurz hinter ihm. Einfach nur damit er jetzt nicht irgendwie einen Fehler macht und mich wegdreht. Und ich komme nächste Runde in die Box. Das war sehr spät abgebremst. Au! Ich muss in die Box. Hast du mitbekommen? Kriegst du nicht noch zwei Runden hin? Ich hab gerade eine kleine Kollision gehabt und mein Frontflügel ist halt weg. Aber eine Runde kriege ich noch hin, ja. DRS. Also ich überlege, ob ich jetzt noch ein bis zwei Runden fahre. Mal gucken. Wie gesagt, ich würde bis Runde 20 fahren. Also ich habe jetzt 61% auf den Reifen. Ja, es reicht locker. Auf 80 sollte ich spätestens sein, ja. Nee, Team, ich komme erst danach. Könnt locker Runde 20. Ja. Das Team meint. Das Team meint, dass ich so langsamer rein sollte. Ja, Runde 20. Vielleicht, wenn du Runde 20 reingehst. Ich hab 54%. Wie sieht's benzinmäßig aus? Ich hab eine Reserve. Ich werde nach dem Reifenwechsel, glaube ich, auf Fett stellen. Oder jetzt schon? Soll ich jetzt nach dem Kader später? Ja, wenn ich aus dem Feld raus bin. Ah, genau, lustig ist, fragt es genau in dem Moment, wo er mir ansagt, dass ich auf Fett stellen kann. Da krieg ich ja. Oh! Er macht eine kurze Ideallinie auf. Was war die? Also, genau da, wo du im Übrigen fährst, ist das passiert, ist dieser Bug mit Rosberg passiert, ne? So, die haben mir jetzt eine Alternativstrategie vorgeschlagen, dass ich Medium-Reifen nehme. Werde ich jetzt auch annehmen. Diese Runde, nächste Runde. Mein Team meckert mehr. Gerade wegen meinen Reifen. Nee, ich gehe in dieser Runde. Ich habe schon 80%. Alter, du kannst noch locker fahren. Nee. Ich habe gerade mehr Angst. Um meine Pole. Warum? Ich bin mit 90er Reifen, bin ich durchs Ziel gefahren. Letztens ist mal ein 80er Reifen geplatzt. Und ich brauche nur einen Frontflügel. Und ich habe eine Minute Abstand. Na, wie lange haben sie gebraucht? 7 Sekunden. Mal schauen, wie lange geht er insgesamt. 48,44. So, ich gehe jetzt auf Fett. Hab jetzt Mediums, werde damit dieses von zu Ende fahren. Gelbe Flagge. Nein. Oh, grüne Flagge. Ja. Wow. Kein Überholmanöver. Oh, Fett ist drauf. Tschüss, Fett. Okay, nur der sagt mir an, kein Übermanöver. Ja, wow. Ja.
Morgen ist erstmal schön der zweite Weihnachtsfeiertag, dann läuft das. An einem Montag. Was denn? An einem Montag. Ist doch gut. Nächste Woche Samstag ist Silvester. Da macht Kino einen schönen 24 Stunden Stream. 35 Sekunden Abstand. Schön im Gang 8, 320 km/h, 330 km/h und vor mir ist es verändert. Schön, das freut mich für Rosberg. Ah, Hilfe! Ich werde schon die Abstand nehmen, um wieder reinzuziehen. Wenigstens mich dreht er nicht. Noch nicht. Ich wenigstens, du kannst dir, ich würde mir an deiner Stelle den Stream nochmal im Nachhinein anschauen, dass du weißt, ich erzähle keine Scheiße. Ach, ich glaub dir, Mann. Berlein, Berlein. Hast du es gesehen, Mann? Die KI ist jetzt im Online so besoffen. Berlein ist in der Kurve, damit er mich vorbeilässt. Raus und wieder rein und dann nochmal raus aus der Kurve. Ja, die KI ist im Online besoffen. Magnussen habe ich letztes Jahr rausgekickt fast. Ich überhole bald wieder Raikön, das ist lustig. Ich bin jetzt schon beim 12. angekommen. Ach, die fahren jetzt alle mit Soft. Nehmen wir Medium. Ja, ich war mit Medium, aber Raikön und zu fahren mit Soft. Ah, die sind gerade erst aus der Box drauf. Ich bin schon wieder Startziel, also ich habe fast eine Runde plus. Guck mal, ich habe eine Minute Zeitabstand. Sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Ja, du nicht. Oh Gott, siehst du, was sie hier vor mir macht? Die wollen sich alle gegenseitig umdrehen. Frag mich nicht, warum die so behindert fahren und warum ein Rosberg vor meiner Nase spawnt, weiß ich auch nicht. So, ich fahre jetzt wieder auf Standard. Sollte ich auf Mager fahren? Ich fahre auf Mager ein bisschen, ich habe eine Minute Abstand. Und der S, Alter. Der ist aktiv. Ja! Ja. Oh, ich wurde wieder gespawnt. Was war das, ey? Du hast keinen Reifen verloren, du hast keinen Schaden, nichts! Hast du es gesehen? Du hast keinen Schaden genommen, du hast doch alle Reifen, doch, nichts ist ab! Ein Stück kaputt. Mein Frontflügel ist ein Stück. Ja, aber du hast einen Reifen, du hast noch einen Reifen. Und Rosberg haut mir einen Reifen ab, weil er vor mir spawnt und ich in ihn reinfahre. Klar, wer will mir das erzählen? Echt, wer will mir das erzählen? Ich könnte so kotzen. Und ich habe immer noch eine dreiviertel Minute Abstand. Ich habe mich gerade nicht wirklich überschlagen. Ah, der Gutierrez hat auf mich abgesehen. Hi, Button. Ja, tschüss, Button. Button. Button, nein. Button, böse. Ruhig, Button. Danke.
Ich will wissen, wie viel Abstand ich auf Raikön habe und er sagt mir seine letzte Runde gegen 2 Minuten lang. Danke. Ich hoffe, Guterres hat so eine fette Strafe dafür bekommen. Ich habe immer noch eine Minute Abstand, Keno. Bitte lachst du überhaupt darüber, dass dein Teamkollege, der Punkte fürs Team holt, geschmissen wird? Bist du überhaupt noch da? Rede halt nicht mit mir, Keno. Reifen auf Mager. Na, wie läuft's so? Bei dir gerade so? Also ich hab mit Mager, also ich bin gerade die ganze Zeit Mager mit Medium-Reifen gefahren. Hinter mir ist wahrscheinlich Raikön gewesen, der die ganze Zeit mit Soft-Reifen auf Fett gefahren ist und ich hab trotzdem noch eine Minute Abstand. Ich will mich erstmal kurz entschuldigen. Jetzt war ich wieder fett. Weil es war ein wichtiges Telefonat. Es
Achso, du hast telefoniert, hat sich nach Essen angehört. Nein, ich hab telefoniert und gegessen. Wollte schon sagen. Ich war gerade die ganze Zeit auf Mager mit Medium reifen. Und hab trotzdem eine Minute Abstand. Okay. Achso, und ich bin wieder an Gutierre vorbei. Du, du gewinnst das Rennen doch eh, also von dem her, da musst du dir keine Gedanken machen. Nee, ich mach mir Gedanken, dass ich von hinten gleich wieder getroffen werde, wenn ich den vor mir überhole. Quatsch. Also, mein Rennen wird mir jedes Mal versaut durch Bugs. Vielleicht hast du einen Vorteil, weil du in deinem Namen schon Bug drin hast. Vielleicht denkt sich das Spiel, nee, den verbuggen wir mal lieber nicht. Dieser Witz, Mann. Du bist so witzig. Ich kann wieder auf Fett stellen. Hab 1,1. Wie war Weihnachten bei mir? Super! Fand ich. Jemand ist bei dir im Chat? Ja! Ein guter Kumpel von mir. Ein sehr guter Kumpel. War sehr gut und sehr, wenn man das jetzt mal auf Spiele bezieht, wenn man das jetzt mal auf Spiele beziehen würde, sehr erfolgreich. Auf PlayStation Spiele, sehr erfolgreich. FIFA 17, WWE 2K17, Dark Souls, Until Dawn und Minecraft. Story Mode, ja genau, nicht. Und pass auf, eine fucking Nudelmaschine. Ich habe eine Nudelmaschine gekriegt. Das fand ich richtig geil. Der Punk-T-Shirt. Oh, und ein Punk-T-Shirt, das habe ich gerade an, aber das will ich dir nicht, das zeige ich jetzt nicht. Dann noch so ein Fossil Armband. Eine neue Trainingshose. Einen neuen Pulli. Also ziemlich viel, ey. Ich habe auf jeden Fall gut abgegriffen. Aber ich finde, Weihnachten geht ja nicht darum, gut abzugreifen, ne? Ja, ja, sag er jetzt. Was? Hab ich immer gesagt. Meine Bremsen. Wie war's denn bei dir? Erzähl. Hau raus. So, die letzte Runde jetzt gleich. Vorletzte jetzt. Mit einer Minute Abstand. Die auch braucht man ja auch, eine Nudelmaschine. Hallo? Nudeln werden jetzt nur noch selber gemacht. Ich fahre jetzt auf Fett zu Ende. Oder? Nee, ich fahre die letzte Runde auf Fett. Würde ich auch machen. Die letzte Runde auf Fett würde ich immer machen. Und so lang fahre ich noch mager ein bisschen. Noch ein bisschen Ansparen. Wie dieses Spiel rumbuggt, das geht mir so auf den Sack, wie dieses Spiel online so rumbuggt. Boah. Ah ja, und hier? Für meine Controller so ein Schutz. So ein Schutz um die Controller rum. Dann noch so eine Ladestation für die Controller, die ist dann da angebracht. Und ein Schutz für die PlayStation. Das kann man dann so drüber ziehen. So. Und dann ist das da drin. So, vorletzte Runde. Ich komme jetzt Conjure, der. Und da portet er sich erstmal. Tschüss, Gojan. Ach, jetzt ist er wieder vor mir. So, jetzt kommt Fett. Ich habe 1,30 Runden Überschuss. Ich habe Tickets für Sascha Grammel gekriegt. Alter, göttlich, Sascha Grammel, Mann. Göttlich, Sascha Grammel. Und so ein Kackkissen. Der Smiley. Ich hab's. Oh. Okay. Weil wenn man das so liest, dann kommt das auch so ein Kackkissen. Hast du das gerade gesehen, Alter? Aber nice. Ne, ich habe nichts gesehen. Ich habe gerade. Ich wäre gerade beinahe übers Curb abgehoben. Ja. Mein Gott, du hast gerade eben 360 Doppelspin gemacht und dir ist nichts passiert. Und ich krieg neue Möbel. Was genau für Möbel? Jetzt fahr einfach den ersten Sieg für uns nach Hause und fertig. Oh, da hat er aber noch mal kurz gedreht, wa? Wer? Hä?
Gerade eben war laut der Anzeige, hast du dich kurz ein bisschen weggedreht. Achso, nee, bei mir nicht. Kannst mal sehen, wie buggy das Spiel ist. Bei dir ist ein komplett anderes Spiel als bei mir. Ich bin gerade ein bisschen am Körb wieder lang geschliffen. Jetzt mit dem Du fährst jetzt in die letzten Kurven. Das war gerade sehr knapp. Ich habe gerade etwas spät gebremst. Aber dir passiert jetzt nichts. Meine Reifen sind bei 60%. Mein Frontflügel. Ach so, ihr geht erst noch Stück gucken. Ja, okay. Aber hast du denn so Vorstellungen, wo du schon mal denkst, so, ja. Ich kann mir vorstellen. Mal rein. Ha! Nico Rosberg ist disqualifiziert worden. Nico Rosberg ist disqualifiziert worden. Wahrscheinlich wegen dem Vorfall. Und Lewis Hamilton hat auch 0 Punkte. Lewis Hamilton 0 Punkte, disqualifiziert. Rosberg, komplett Mercedes wurde disqualifiziert. Ja, ich wurde disqualifiziert, weil mir mein fucking... Vorfälle. Ich guck mal Vorfälle. Runde 1, ja, Lewis Hamilton Kollision. Hamilton hat in der ersten Runde einen Totalschaden. In der ersten Runde? Du hattest in der 5. Hier, da, Kollision da. Ihr seht, bei 5. Guck mal bei 5. Hm. Nico Rosberg, Kollision mit CM Punk 17.06 verursacht. Danke Rosberg, danke für nichts, ey. Boah. Können kotzen. So. Das war's für heute. Also im Fahrer, in der Fahrerweltmeisterschaft bin ich Zweiter und Konstrukteur sind mir Vierter. Ja. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es am Freitag in China besser wird. Vielleicht machen wir halt am Freitag jetzt wieder zwei Rennen, das heißt einmal in China. Oh ja, und hier eine Uhr. Habe ich noch gekriegt. Hoffen wir einfach mal, dass es in China besser wird und hier ist das fossile Armband. Und ja, das war's von mir. Normalerweise gibt's ja am Sonntag keine Streams. Aber das war's von mir jetzt heute. Und dann sehen wir uns ja morgen schon wieder mit WWE 2K17. Danke an alle, die da waren. Und ja, danke an Chris. Hat mir, obwohl ich so oft gescrewt wurde, die letzten zwei Rennen jetzt trotzdem Spaß gemacht. Ich danke dir. Hau rein. Bis dann. Ciao.